Sehr geehrte Frau Ministerin, liebe Ursula von der Leyen, liebe Kollegen Otte und Hahn, lieber Militärbischof Dr. Ring, Herr General Domröse, Herr Präsident Dr. Kamp, Herr Keim, der gleich hier auch eintreffen wird, Herr Dr. Kerber, liebe Kolleginnen und Kollegen aus dem Deutschen Bundestag, meine Herren Generale, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich, Sie hier in so großer Zahl herzlich zu unserem Fachgespräch Deutschlands Verantwortung in der Welt, Impulse für ein neues Weißbuch, begrüßen zu dürfen. Meine Damen und Herren, wir haben bewusst uns überlegt, als CDU-CSU-Bundestagsfraktion dieses Fachgespräch durchzuführen, um auch von unserer Seite hier Impulse für die Erarbeitung des neuen Weißbuches mit einzubringen. Das letzte Weißbuch ist, wie Sie wissen, aus dem Jahr 2006, noch in meiner Amtszeit. Es war damals eine Strategie natürlich der Bundeswehr, auch zunächst neu das Thema der vernetzten Sicherheit. Aber ich kann nur sehr begrüßen, liebe Frau Ministerin, liebe Ursula, dass es jetzt man sich vorgenommen hat, ein neues Weißbuch zu entwickeln, weil ich denke, dass sich seit dieser Zeit 2006 doch sehr viel verändert hat. Wenn man ins Innere schaut, die Struktur der Bundeswehr, wir haben keine Wehrpflicht mehr. Wenn wir aber auch nach außen schauen, dann hat sich die Situation doch gravierend verändert. Die Situation im Verhältnis zu Russland, Annexion der Krim, Ostukraine, ich sage es nur schlagwortartig. Die Frage der hybriden Kriegsführung, die Frage der Cybersicherheit. Zwar hatten wir 2007 auch damals schon den Angriff auf Estland und wir haben damals ja auch die Einrichtung in Estland gemacht, aber ich halte es für sehr gut und richtig, dass man hier eine eigene Kompetenz zusätzlich aufbaut. Oder wenn ich daran denke, das menschenverachtende Vorgehen der ISIS, die es damals zu der Zeit ebenfalls nicht gab. Also es gibt mehr als genügend Gründe, hier zu einer neuen Positionierung der Strategie der Bundeswehr und des sicherheitspolitischen Auftrages Deutschlands ein neues Weißbuch zu entwickeln. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, ich halte es für sehr gut, dass die Ministerin hier einen breiten Prozess eingeleitet hat, dass die Gesellschaft insgesamt mit einbezogen wird, dass Workshops entsprechend entwickelt werden und dass wir auch als Parlament, wenn ich so sagen darf, uns in diesen Prozess konkret mit einbringen. Und meine Damen und Herren, ich bin deshalb auch unserem verteidigungspolitischen Sprecher Henning Otte und seinem Team sehr dankbar für die Organisation dieses Fachgesprächs. Es gibt heute viele Parallelveranstaltungen von Anhörungen zur Sterbehilfe, von jetzt aktueller Stunde zu Syrien. Und dass eine so große Zahl hier anwesend ist, zeigt, dass es gut organisiert ist. Herzlichen Dank, lieber Henning, für die Organisation dieses Fachgesprächs. Meine Damen und Herren, ich freue mich, dass uns die Ministerin gleich einführen wird in den aktuellen Stand der Entwicklung. Keynote nennt man das ja heute. Wir haben es mal eingesetzt für deutsche Sprache, also deshalb sage ich für den aktuellen Stand der Entwicklung im Hinblick auf das Weißbuch. Wir werden dann den Fachvortrag des Präsidenten der BACS, also der Bundesakademie, hier einen Dr. Kamp hören. Es werden am Podium dann der verteidigungspolitische Sprecher Henning Otte und der Vorsitzende des Arbeitskreises Verteidigung der CSU, unser Freund Florian Hahn, sich mit entsprechend einbringen. Für Herrn Professor Perthes, der, wie Sie vielleicht gesehen haben, berufen wurde jetzt von den Vereinten Nationen für die Arbeitsgruppe im Hinblick auf die Lösung hoffentlich der Situation in Syrien, ist hier anwesend Herr Dr. Markus Keim, den ich ebenfalls hier herzlich noch einmal begrüße von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Herr Dr. Sigurd Emanuel Ring, der evangelische Militärbischof, wird seinen Beitrag einbringen. Und ich will hier nur noch einmal sagen, ich habe es in meiner Zeit erlebt, aber das gilt dann auch heute. Die Militärseelsorge leistet einen ganz wichtigen Beitrag, auch für unsere Soldatinnen und Soldaten in Herausforderungen im Auslandseinsatz. Und deshalb will ich auch der Militärseelsorge herzlich danken für ihren Beitrag
den sie hier für unsere Soldatinnen und Soldaten leistet. Und meine Damen und Herren, Herr General Domröse als Befehlshaber des Allied Joint Force Command in Brunsum, gerade auch die neuen Fragen, die sich im Hinblick auf Artikel 5 NATO-Vertrag stellen und die Herausforderungen, ich habe es angesprochen, hybride Kriegsführung. Und Herr Dr. Markus Kerber als Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der deutschen Industrie. Natürlich gehört die Ausrüstung genauso zur Bundeswehr und zur Sicherheitsstrategie. Auch die Fragen jetzt der Kooperation Europas, all die Punkte, die hier mit zu diesem Thema gehören. Herr Dr. Keller wird als Koordinator für Außensicherheitspolitik der Konrad-Adenauer-Stiftung hier die Moderation dieser Diskussion übernehmen. Und ich freue mich deshalb, dass wir in dieser Art und Weise in dieses Fachgespräch eintreten können. Lassen Sie mich vielleicht nur noch zwei Anmerkungen machen. Ich glaube, dass wir, ich habe es angedeutet, dass wir das Konzept der vernetzten Sicherheit, was damals Grundlage war im Weißbuch 2006, denke ich auch fortführen werden im Hinblick auf das neue Weißbuch. Denn wir sehen gerade, auch wenn es um die Bekämpfung von Fluchtursachen geht, dass wir dort einen vernetzten Ansatz brauchen. Das heißt, einen außenpolitischen, einen verteidigungspolitischen, ich habe ISIS angesprochen, aber auch einen entwicklungspolitischen Ansatz. All diese Dinge gehören zusammen. Und ich finde, hier ist es auch gut und richtig, dass die Bundeswehr sowohl im Innern hilft, wenn es jetzt darum geht, das Problem ein Stück zu bewältigen, aber auch im Äußeren, wenn ich so sagen darf, um hier gegen dieses menschenverachtende Terrorregime der ISIS entsprechend wirkungsvoll vorzugehen, sprich Peshmerga zu unterstützen, Ausbildung im Irak zu leisten, damit die Menschen dort vielleicht auch wieder in absehbarer Zukunft eine Perspektive haben, wieder in ihre Heimat zurückkehren zu können. Auch insofern möchte ich unseren Soldatinnen und Soldaten herzlich danken für den Beitrag, den sie hier für unsere Sicherheit leisten. Und wir wollen mit diesem Fachgespräch eine weitere Grundlage schaffen für die zukünftige Perspektive der Sicherheit in Deutschland und für die zukünftige Ausrichtung unserer Bundeswehr. In dem Sinne danke ich Ihnen herzlich für Ihre Teilnahme und wünsche unserem Fachgespräch einen guten Verlauf. Herzlichen Dank. Sehr geehrter Herr Dr. Franz Josef Jung, herzlichen Dank für die Begrüßung und für die einführenden und verbindenden Worte. Es ist deutlich geworden, als Initiator des aktuell bestehenden Weißbuches von 2006 haben Sie den vernetzten Ansatz hervorgehoben. Und uns ist es als Unionsfraktion wichtig, dass wir diese sicherheitspolitische Kontinuität jetzt fortschreiben mit einem neuen Weißbuchsprozess. Und das leitet über zu unserer Bundesverteidigungsministerin, Frau Dr. Ursula von der Leyen. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen und ein Dank für Ihre Initiative, diesen Weißbuchprozess anzustoßen. Die sicherheitspolitische Lage hat sich gewandelt. Und deswegen haben Sie mit einer Reihe von Workshops zum Weißbuch gesellschaftspolitischer Art, politischer Art, die ganze Sicherheitscommunity einbezogen, diesen Diskussionsprozess vorangeführt. Und uns ist es wichtig, als CDU-CSU-Bundestagsfraktion auch einen parlamentarischen Akzent zu setzen, denn schließlich sind wir es, die Parlamentarier, die als Deutscher Bundestag unsere Soldatinnen und Soldaten in bewaffnete Einsätze entsenden. Wir freuen uns umso mehr, dass Sie heute hier sind und bereit sind, zu uns zu sprechen. Sehr geehrte Frau Bundesverteidigungsministerin, Sie haben das Wort. Herzlich willkommen Ihnen. Ja, vielen Dank, lieber Otte, lieber Franz Josef, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich, hier einige wenige Impulse zu geben für die Frage, warum ein Weißbuch und in welcher Lage bewegen wir uns im Augenblick. Wenn ich einmal zurückspulen darf in den Dezember 2013, als ich in diesem Amt vereidigt worden bin. Sie kennen das alle, da wird man dann eingewiesen, ist ein gängiger Begriff in unserer Bundeswehrwelt. Da war damals das Hauptthema, das mir als die zu lösende Frage in den Raum gestellt wurde,
Wird Karzai das Abkommen mit den Vereinigten Staaten von Amerika in Afghanistan unterschreiben, sodass wir Resolute Support Mission auf den Weg bringen können? Ja oder nein? Und wenn er es nicht tut, was heißt das für uns? Das war die dominante Thematik, die zu der Zeit im Raum stand. Es ist gar nicht so viel Zeit seitdem vergangen. Und Franz Josef Jung hat eben schon die Themen erwähnt, die seitdem uns umtreiben und in Atem halten. Der Entschluss zu einem Weißbuch reifte langsam, aber sicher im Jahr 2014 aus folgenden Gründen. Zunächst einmal, ja natürlich, es brach die Russland-Ukraine-Krise los. Im Sommer 2014 tauchte der IS in der Form auf, als wir erinnern es alles, alle die Jesiden in Sinjar-Gebirge jagte und wir vor der Frage standen zum ersten Mal, wollen wir Waffen liefern in ein Konfliktgebiet und wollen wir eingreifen und wenn ja, wie? Parallel implodierte förmlich Ebola und ich werde das nicht vergessen, im Herbst desselben Jahres hatten wir erhebliche Probleme in der Einsatzbereitschaft oder ich will mal sagen der Materiallage der Bundeswehr. Das kam alles zusammen, sodass wir uns im Herbst des Jahres mehrere Fragen stellen müssen. Erstens, wie orientieren wir uns in dieser Krisenlage, in den verschiedenen Krisenherden, mit denen wir konfrontiert sind? Wie positioniert sich Deutschland innerhalb der Bündnisse? Inwieweit ist es bereit, auch Führung zu übernehmen? Sind wir überhaupt dazu in der Lage? Sind wir dazu fähig, so wie die Bundeswehr aufgestellt und ausgestattet ist? Und wenn wir das alles machen wollen, was braucht es eigentlich für uns für die Zukunft? Ich erinnere auch noch, als ich dann im Herbst 2014 nach guter Rücksprache mit hochqualifizierten und vertrauten Menschen beschlossen habe, wir werden ein Weißbuch auf den Weg bringen, das leise Entsetzen, das erst durch die Organisation ging, nämlich unter dem Begriff, dazu haben wir gar keine Zeit und gar keine Kraft, weil wir so mit der Aktualität beschäftigt sind. Das muss man ernst nehmen, aber ich habe damals schon gesagt, gerade weil wir eigentlich fast keine Zeit und keine Kraft haben, weil wir so mit der Aktualität und den Problemen beschäftigt sind, müssen wir doch gerade uns rausziehen aus dem Alltagsgeschäft für eine gewisse Zeit und parallel die großen Linien überlegen, die Metaebene diskutieren und uns aufstellen für das, was potenziell auf uns zukommt und was wir jetzt schon in Schemen absehen können. Das heißt, das Weißbuch ist, und da bin ich mehr denn je der festen Überzeugung, als natürlicher Ort eines obersten sicherheitspolitischen Grundlagendokumentes der Bundesregierung auch das richtige Dokument, um sich gerade in so unruhigen, unsicheren und volatilen Zeiten auch richtig aufzustellen. Schwierig ist der Blick nach vorne, aber ich will Sie auch teilhaben lassen an dem, was ich in der Zeit gelernt habe, als wir anfingen, mit dem Weißbuchprozess im Frühjahr diesen Jahres war noch geplant, nach der Auftaktveranstaltung 4 sogenannte Workshops und dann abzubinden mit einer Abschlussveranstaltung. Im Prozess des Erarbeitens und Diskutierens der 4 aktuellen Themen, die wir erst in den Raum gestellt haben, wurde uns sehr schnell klar, dass das nicht reicht. Inzwischen sind die breit öffentlich gefahrenen Workshops auf 10 gestiegen. Ich gebe Ihnen nur 2 Komponenten rein, die inzwischen auch dazugekommen sind. Das ganze Cyberthema hat an hoher Bedeutung dazu gewonnen, ist einen eigenen Workshop wert gewesen und ich werde darüber noch berichten. Aber auch zum Beispiel das Thema Bundeswehr und Wirtschaft. Die Verknüpfung, was ist eigentlich die Rolle der Bundeswehr in einer offenen Gesellschaft, von der unsere Wirtschaft, aber auch unsere Gesellschaft in hohem Maße profitiert, dass sie so offen ist, aber dadurch auch verletzlich ist. Was ist eigentlich die Rolle der Bundeswehr, der vernetzten Sicherheit, um diese offene Gesellschaft zu schützen? Sie entnehmen aus meinen Worten, dass wir innerhalb des Prozesses noch weitere Zwiebelschalen identifiziert haben, aufgemacht haben und auf denen uns jetzt bewegen und die Workshops, wie gesagt, inzwischen 10 an der Zahl sind. Das Weißbuch ist somit eine Art der Selbstverortung und Selbstvergewisserung, dass wir in diesen unruhigen Zeiten auf die neuen Herausforderungen auch die richtigen Antworten geben.
Es war gut, dass wir von Anfang an gesagt haben, wir fangen nicht erst an, mit der vermeintlichen eigenen Expertise zu schreiben und lassen dann alle teilhaben, sondern wir haben es genau umgekehrt gemacht. Wir haben von Anfang an gesagt, breit aufmachen, breit einladen, alle relevanten Player, gesellschaftlichen Gruppen, bisschen internetbasiert auch debattieren. Und schon heute auf der Hälfte der Strecke der Workshops kann ich sagen, das war absolut die richtige Entscheidung. Denn so viel Impulse bis hin zu internationalen Partnern, die auch regelmäßig eingeladen sind zu den Sitzungen, die wir gemeinsam haben, lernt man so viel, dass man in hohem Maße profitiert, bevor wir überhaupt den Prozess des Schreibens, der sich dann anschließt, begonnen haben. Diese Worte vorweg, jetzt vielleicht gerade mit Blick auf den Fachvortrag, den wir dann aber auch noch hören werden, nur einige Gedanken von mir, die ich Ihnen, da hier ein Fachpublikum auch ist, jetzt nicht sozusagen von A bis Z die Situation durchdeklinieren muss, sondern nur einige Blitzlichter auf bestimmte Szenare werfen möchte. Ich möchte kurz beleuchten das Thema Russland-Ukraine-Krise, aber anders, als wir es üblicherweise tun. Ich werde Ihnen jetzt nicht über die hybride Kriegsführung dort was erzählen. Ich möchte den Blick werfen auf das Phänomen des IS. Ich möchte kurz über Krisenprävention sprechen, über Cyber als neue Herausforderung und dann natürlich auch, was dafür die Bundeswehr braucht. Die Auseinandersetzung in der Ukraine mit Russland ist eine Auseinandersetzung, die wir im 21. Jahrhundert im Grundsatz darüber führen, mit welchen Mitteln hochentwickelte Gesellschaften, eingebettet in unsere Sicherheitsarchitektur, Konflikte und Auseinandersetzungen austragen. Wir streiten uns im Grundsatz darüber, tragen wir diese Konflikte durch hybride Kriegsführungselemente aus? Lassen wir zu, dass Grenzen verändert, ja gewaltsam verschoben werden mit diesen Elementen? Oder kommen wir zu dem Schluss, dass, wenn es Konflikte gibt, und die kann es immer wieder geben, es einen einzigen Ort gibt, sie zu lösen, das ist am Verhandlungstisch, dafür gibt es Verhandlungsräume, wie zum Beispiel die OSZE. Und wenn das derjenige, mit dem wir uns darüber auseinandersetzen, da nicht so sieht, wie antworten wir? Sie alle wissen, dass wir nicht mit denselben Mitteln geantwortet haben, aus gutem Grund, weil die Vorstellung, eine Auseinandersetzung über eine hybride Kriegsführung mit den klassischen Mitteln, den Blutzoll in die Höhe treiben würden in einem Maße, das unvorstellbar ist, hat uns dazu gebracht, klugerweise über andere Mechanismen nachzudenken, die aber wirksam sein können. Und in einer so globalisierten und vernetzten Welt, und ich sagte anfangs gerade, weil wir eine offene Gesellschaft sind, sind wir auch verletzlich. Aber andererseits, weil wir eine offene, vernetzte Gesellschaft sind, kennen wir auch die Mechanismen, die wir nutzen können. Ist unsere Antwort eine wirtschaftliche primär? Also im Grundprinzip, dass wir sagen, wenn ihr Völkerrecht brecht, die Souveränität eines Staates nicht respektiert, dann könnt ihr nicht gleichzeitig erwarten, dass wir weitermachen, business as usual. Sondern dann gibt es von unserer Seite die Antwort, die wir für richtig halten. Denn über die lange Frist sind wir über die Vernetzung unserer Wirtschaften so eng miteinander verbunden, dass keiner sich leisten kann, ausgeschlossen zu werden, abgekoppelt zu werden. Die ersten Zeichen zeigen sich, dass dieser Ansatz, der viel Geduld braucht, der viel Überzeugungskraft auch brauchte bei denen, die lieber schneller und härter geantwortet hätten, dass dieser Prozess seine Wirkung entfaltet. Ich bin mir völlig darüber im Klaren,
dass es nicht die Sanktionen allein sind, die die Wirkung ausgelöst haben, sondern zwei Komponenten auch noch eine große Rolle spielten, nämlich erstens der sinkende Ölpreis, der seine Auswirkungen in Russland hat. Aber zweitens, sonst hätte der sinkende Ölpreis nicht so starke Auswirkungen gehabt, auch die Tatsache, dass Russland eine in sich eben nicht offene Gesellschaft und damit auch nicht offene Wirtschaft ist, sondern eher geschlossen ist und deshalb Modernisierungsprozesse nicht nachgeholt hat, die dringend nötig gewesen wären in den letzten 10 Jahren und damit verletzlich ist auf diesem Gebiet. Diese Auseinandersetzung um die Mittel des Konfliktes. Lösen wir Konflikte am Verhandlungstisch? Und wenn sozusagen der Verhandlungstisch erst nicht angenommen wird, antworten wir mit wirtschaftlichen Mitteln oder lösen wir sie über die hybride Kriegsführung? Hat uns auch wieder gelehrt, wie wichtig die tiefe und verlässliche Verankerung in unseren Bündnissen ist. Sowohl die Europäische Union, ja, eine Europäische Union, von der wir wissen, dass sie sehr vielfältig durcheinander reden kann, die aber, wenn es ernst wurde in diesem Konflikt, in der Lage war, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und zu einigen. Das ist ein Wert an sich. Die NATO, die in hohem Maße Adaptationsfähigkeit beweisen musste, zu der wir auch beitragen, aber auch die OSZE, die plötzlich als ein natürlicher Raum, in dem miteinander streitende Parteien automatisch sitzen, zum Beispiel die Ukraine, zum Beispiel auch Russland. Und damit ein natürlicher Raum gegeben war, dass niemand zum Tisch dazutreten musste, sondern alle schon da waren und man deshalb ohne Gesichtsverlust auch in Verhandlungen eintreten konnte, hat uns gelehrt, wie hoch der Wert dieser Sicherheitsarchitektur, und ich habe nur einige Elemente genannt, ist und wie richtig es ist, innerhalb der Bündnisse sie zu festigen, darin zu arbeiten und vor allen Dingen immer wieder diese Sicherheitsarchitektur, die aus gutem Grunde nach dem letzten Jahrhundert entstanden ist, immer wieder auch zu verteidigen. Zweiter Blick geht in den Nahen Osten auf das Phänomen, das wir den Islamischen Staat nennen oder der sich den Islamischen Staat nennt, ISIS. Ich möchte eher sagen, der transnationale Dschihadismus. Hier ist es anders. Hier bewegen wir uns nicht in dem Rahmen, den ich eben beschrieben habe und mit Instrumenten, die wohl bekannt sind und auf die wir immer noch mit einer gemeinsamen Sprache oder einem gemeinsamen Code und einem gemeinsamen Verständnis reagieren können. Sondern hier ist der Konflikt vollständig anders. Es ist ein Clash of Cultures. Und wir stehen vor einem strategischen Dilemma. 3 insgesamt. Nämlich erstens, es wird lange dauern, den IS zu schlagen und nachhaltig zu besiegen. Das heißt, das Zeitelement, so bitter und anstrengend ist, spielt eine große Rolle. Zweitens, wir merken dadurch, dass viele Player in der Region ganz unterschiedliche Interessen haben und deshalb diesen Konflikt mit ganz unterschiedlichen Elementen immer wieder auch befeuern. Jetzt kann ich einmal rumgehen, sozusagen um den Konflikt Russland, Türkei, Iran, Saudi-Arabien, um nur einige genannt zu haben, Assad selber. Ich habe jetzt gar nicht über den Irak und Syrien an sich gesprochen. Und alle, die ich genannt habe, haben völlig unterschiedliche Interessen, spielen mit unterschiedlichen Formen in den Konflikt hinein. Eines einigt sie aber mit den USA, mit Europa, nämlich dass wir die Bedrohung des transnationalen Dschihadismus vollständig in seiner Dimension verstehen, als eine enorme Bedrohung und deshalb auch wissen, dass keiner von uns es sich leisten kann, auf diesem Feld nicht tätig zu werden. Das ist die große Chance. Und deshalb ist das zweite Element, das als strategisches Dilemma da ist, dass wir, wenn ich die eben genannten Parteien nenne, bisher es nicht geschafft haben, einen Minimalkonsens zwischen diesen Parteien herzustellen. Wen schützen wir und wen bekämpfen wir?
brauche nur das Wort Assad in den Raum zu werfen. Und die dritte Problematik, die uns im Raum ganz klar vor Augen steht, ist, wir wissen, dass wenn wir eine nachhaltige Veränderung der Situation haben, also dem Islamischen Staat auch den Boden entziehen wollen, in diesem Gebiet zu operieren, kann es nur über die lokalen Kräfte und die lokale Bevölkerung gehen. Wir werden nachhaltig es nicht zum Guten verändern, wenn es nicht gelingt, insbesondere die Sunniten wieder auf unsere Seite zu bekommen und die Kräfte vor Ort zu ertüchtigen, tatsächlich sich gegen IS zu wehren, wie es zum Beispiel die Peschmerga in vorbildlicher Weise bewiesen haben in den letzten Monaten, ich muss schon sagen, in dem letzten Jahr. Ich den Blick einmal auf die Peschmerga und die Kurden lenken darf. Und damit will ich auch zeigen, dass es gelungen ist, oder ich will es andersrum formulieren, ich will unseren Blick auch darauf lenken, dass nicht nur alles schwierig ist im Kampf gegen den IS, sondern dass wir auch Strecke gemacht haben. Es ist dem IS nicht gelungen, die Jesiden auszumerzen. Das war das Ziel. Es ist dem IS nicht gelungen, einen eigenen Staat aufzubauen. Es ist dem IS nicht gelungen, die Kurden zu überrennen, sondern im Gegenteil. Es ist gelungen, über die Ertüchtigung der Peschmerga ihnen Mittel an die Hand zu geben und dann natürlich auch ihre eigene Motivation, ihr Mut und ihre Durchsetzungsfähigkeit, den Nimbus der Unbesiegbarkeit des Islamischen Staates zu brechen, sie zurückzuschlagen und ihr eigenes Territorium zurückzugewinnen. Ich will damit nur zeigen, Zeit, Einigkeit, wen schützen wir und wen bekämpfen wir, und Ertüchtigung der lokalen Kräfte sind mit ein Schlüssel zur Lösung dieses Konfliktes. Ganz oben drüber, und das hätte ich am Anfang oder jetzt als Ende stellen können, ganz oben drüber kommen aber zwei Komponenten auf der Metaebene, die unverzichtbar sind. Das eine ist Einigkeit in der Region, zum Beispiel zwischen Sunniten, Schiiten, Kurden, dass sie gemeinsam diesen Kampf führen. In Syrien ist es noch komplexer, bei den vielen einander bekämpfenden unterschiedlichen Gruppen. Und zweitens die richtige Analyse des jordanischen Königs, der sagt, dass es nicht der Kampf des Westens wäre, der da zu führen ist mit dem Islamischen Staat, sondern dass es die muslimisch-arabische Welt ist, die diesen Kampf führen muss, weil es sie originär betrifft, weil er entscheidet, wie sie sich selber definieren als muslimisch-arabische Welt, wie sie den Islam definieren und ob sie zulassen, dass die Definitionshoheit beim IS liegt, also beim, oder ob sie es schaffen, sich so gemeinsam aufzustellen, dass sie selber wieder das Bild des toleranten Islam zeichnen und tatsächlich dann auch leben können. Dritte Komponente: aus dem eben Gesagten lernen wir natürlich auch. Und es gibt Gründe, warum der IS im Irak und in Syrien sich so ausbreiten konnte. Das wissen alle hier im Raum, da brauche ich jetzt nicht tiefer drauf einzugehen. Lernen wir die dritte Komponente, die für uns Krisenprävention in den Mittelpunkt stellt. Nämlich identifizieren die Länder und Regionen, wo wir stabilisierend eingreifen müssen, bevor sie potenziell fallen. Ich habe Jordanien genannt. Ein unendlich wichtiger Anker in der Region. Es ist ein Land, das gut dasteht. Aber wir müssen aufpassen, dass es weiterhin auch gut dasteht. Ich nenne Tunesien als junge Demokratie, die es geschafft hat, den arabischen Frühling weiterzutragen in eine demokratische Regierungsform, die zum ersten Mal zeigen, dass eine muslimische Partei an der Regierung in der Demokratie teilnehmen kann und gestalten kann. Deshalb sind sie auch im Fadenkreuz des Islamischen Staates, weil das eigentlich nicht sein kann aus der Logik des Islamischen Staates. Tunesien muss man stützen. Ich nenne Mali, um nur einige wenige Länder zu erwähnen, von denen wir oder auf die wir früh genug den Blick werfen sollten mit Unterstützung,
damit wir nicht eines Tages sagen, hätten wir doch, wenn Dinge geschehen, in denen wir dann wieder maximal gefordert sind. Vierter Punkt. Ich habe sehr viel jetzt über die klassischen Konfliktfelder gesprochen. Die Formen der Herausforderung oder der Bedrohung ändern sich. Ich möchte die Cyberkomponente ganz kurz anreißen. Nach dem Angriff auf das Bundestagsnetz weiß jeder jetzt im Raum hier, wir sind mittendrin in dem Szenario. Das ist nicht etwas, was kommt, es findet schon statt. Sie alle kennen die Zahlen, wie häufig Angriffe gestartet werden auf jeweilige Institutionen, Websites oder dergleichen. Ich will hier nur ganz kurz die Dimension einmal zeigen, die anders ist in Cyber, als wir sie gewohnt sind. Erstens, bei Cyberattacken, und es gibt vielfältige, ist das größte Problem die Attribution, also die Erkennung des Gegners. In der überwiegenden Zahl der Fälle ist es schwer oder nicht möglich, ausfindig zu machen, wer eigentlich von wo angegriffen hat. Völlig neu. Wir hatten schon Schwierigkeiten mit der hybriden Kriegsführung in der Ukraine, bis wir die Muster erkannt haben. Aber da haben wir die Muster erkannt. In der Cyberwelt ist das vollständig anders. Zweitens, anders als üblicherweise sind nicht hochindustrialisierte und hochentwickelte Gesellschaften besonders gut geschützt, weil sie so viel Kräfte haben, sondern gerade weil sie hochentwickelt und hochvernetzt sind, sind sie besonders verletzlich. Denn die dritte Komponente, der potenzielle Aggressor braucht nicht viel. Er braucht Fachwissen und er braucht einen Laptop. Das reicht. Und er hat, wegen des Problems der Attribution, das ich zuallererst angeführt habe, ein relativ geringes persönliches Risiko, dass er eine Antwort kriegt. Also für ihn ist die Angriffsmöglichkeit im Kosten-Nutzen-Risiko völlig verschoben, als das heute in den traditionellen Gebieten der Fall ist. Wie aufstellen, und damit bin ich bei dem Thema, was wir auch uns neu erschlossen haben. Klar, das eine ist organisatorisch und strukturell, das wird auch in das Weißbuch mit einfließen. Die Bundeswehr wird ein eigenes Kommando Cyber-Inforaum aufstellen. Wir werden uns im Ministerium neu organisieren, um dieser überragenden Thematik auch die richtige Bedeutung zu geben. Aber für mich ist vor allem ein Eye-Opener gewesen, dass die Bundeswehr, wenn sie ihren Auftrag ausführen will, der verfassungsrechtlich festgelegt ist, ganz, ganz eng mit der Wirtschaft zusammenarbeiten muss. Denn die Menschen, die in der Lage sind, Cyberangriffe abzuwehren, sind sowohl in der Bundeswehr in knapper Zahl als auch in der Wirtschaft in knapper Zahl vorhanden. Wo der Angriff hingeht, ob er auf die Bundeswehrinfrastruktur geht oder den Bundestag oder viel besser natürlich auf kritische Infrastruktur, sei es das Gesundheitswesen, sei es der Energiesektor oder sei es der Finanzplatz London, das wissen wir nicht. Was wir wissen ist, dass es klug ist, heute schon das Netzwerk aus dem Verteidigungsministerium heraus mit der Wirtschaft zu knüpfen, vielleicht über den Gedanken der Reserve, dass diejenigen, die in der Lage sind, einen Angriff abzuwehren, und das geht über Wochen und Monate, und dazu brauchen sie viel hochqualifiziertes Personal, das ist nicht eine Eintagessache, schnell und geübt sich zusammenschließen können, um diesen Angriff dann auch abzuwehren. Meine Damen und Herren, durch die Dinge, die ich jetzt skizziert habe, wird uns allen klar, dass die Frage, was braucht eine Bundeswehr, um dafür gut aufgestellt zu sein, eine komplexe ist und nicht in wenigen Sätzen beantwortet werden kann. Ich will trotzdem ein paar Skizzenstriche wagen. Erstens, Sie merken an meinen Ausführungen schon, dass wir sehr klar uns orientieren an der Frage, welche Aufgaben kommen auf uns zu. Das heißt, wir müssen nach den Aufgaben ausgestattet sein und wir müssen strukturgerecht ausgestattet sein. Das heißt, die Strukturen, die wir vorhalten, müssen tatsächlich auch personell und materiell ausgefüllt sein. Alle im Raum, die sich tiefer mit der Materie beschäftigen, wissen, dass das eine Aufgabe ist, die wir noch an Arbeit vor uns haben.
Was wir vor allen Dingen brauchen, ist wieder den doppelten Blick auf Krisen und Konflikte, einfach gesprochen Auslandseinsätze und Landes- und Bündnisverteidigung, beide Standbeine. Und was wir brauchen, ist eine nachhaltige Finanzierung. Und die Betonung liegt hier eher auf nachhaltig. Die Bundeswehr hat viele, viele, viele Jahre des Schrumpfungsprozesses hinter sich, eigentlich seit der Wiedervereinigung. Personell, materiell, da mag vieles klug gewesen sein, was auch Konzentration an Aufgaben angeht. Ich will jetzt nicht einfach nur der Masse das Wort reden. Aber über viele Jahre dauernde Schrumpfungsprozesse machen auch etwas mit einer Organisation. Nämlich man verlernt das nach vorne Denken in größeren Dimensionen und lernt stark in Konzentrations- und Reduktionsprozesse hineinzudenken. Hier müssen wir eine Trendwende hinkriegen, hier haben wir angefangen, eine Trendwende hinzukriegen, die aber über die Strecke lange, verlässliche, nachhaltige Planungsprozesse auch ermöglichen muss. Und last but not least braucht eine Bundeswehr neben dem Material, das sie braucht, mindestens genauso wichtig, das richtige Personal. Und damit meine ich auch nicht nur die Masse, die Quantität, sondern vor allen Dingen die Qualität. Ich werde jetzt nicht in die Details gehen, die Sie alle kennen, in welchem Wettbewerb wir stehen nach Aussetzung der Wehrpflicht. Die Wehrpflicht hätte uns nicht geholfen, das Thema zu lösen. Aber dass wir ungeübt im Wettbewerb mit der Wirtschaft, die seit sie denken kann, wirbt um den Nachwuchs, in diesen Markt neu eingetreten sind. Wir haben lernen müssen und müssen immer noch lernen, wie wir die richtigen jungen Leute nicht nur anziehen, sondern auch binden, qualifiziert ausbilden, wissen, dass wir bei vielen Berufen, die wir brauchen oder Fähigkeiten, die wir brauchen, nicht die Gehälter zahlen können, die die Wirtschaft zahlen kann. Und deshalb ein ganz modernes Personalmanagement in der Bundeswehr einführen, wie es eigentlich ein Großkonzern selbstverständlich seit Jahrzehnten übt und am Markt umgesetzt hat. Letzte Bemerkung, meine Damen und Herren, weil Deutschlands Verantwortung in der Welt auch als Überschrift für diese Veranstaltung gewählt worden ist. Aus den Themen, die ich Ihnen eben skizziert habe, spüren wir alle, und wir haben die Diskussion auch mitgekriegt, dass Deutschlands Verantwortung wächst, gewachsen ist, alleine schon wegen unserer ökonomischen und politischen Stärke. Ich kann mich noch gut entsinnen, wie 2014 nach der Münchner Sicherheitskonferenz die Debatte entbrannt ist, über dass wir mehr Verantwortung übernehmen wollen, was der Außenminister, der Bundespräsident und meine Wenigkeit in unterschiedlichen Tonalitäten in dieser Konferenz in den Raum gestellt haben, ob wir das könnten, ob wir das wollten, wie wir das denn eigentlich machen wollten, ob wir uns da nicht überheben würden und so weiter. Heute muss ich sagen, es ist gar nicht mehr die Debatte, ob wir das machen, sondern wie wir das inzwischen machen. Wir sind längst drin in dem Prozess. Wir sind längst drin in dem Prozess, dass wir uns immer wieder auseinandersetzen, wie wir klug aus der Mitte heraus führen. Und ich betone das aus der Mitte heraus, nämlich, dass wir in einem permanenten Prozess auch alle anderen mitnehmen, aber wissen, dass wir uns positionieren müssen, dass wir früh auch Orientierung geben müssen über unsere Haltung, weil sie mitdeterminiert die Haltung vieler anderer, mit denen wir eng im Bündnis zusammenarbeiten. Meine Damen und Herren, jetzt habe ich ein weites Feld eröffnet und vielen verschiedenen Themen, in die ich einen kurzen Blick geworfen habe. Ich möchte vielleicht abschließend sagen, wenn es uns gelingt, die größere Verantwortung, vor der wir uns nicht scheuen sollten, materiell und personell zu unterlegen, wenn es uns gelingt, die besonnene Führung aus der Mitte heraus in unseren Bündnissen tatsächlich zu leben,
wenn es uns gelingt, die Werte einer offenen Gesellschaft, das heißt der Respekt vor der Würde des Einzelnen, die Verteidigung der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit, immer beherzt auch zu leben. Und wenn es uns gelingt, in unseren Bündnissen verlässlich zu arbeiten, wissend, dass viel davon abhängt, dass wir unseren fairen Anteil auch einbringen und offen zu sein, neue Bündnisse und neue Allianzen tatsächlich auch der Situation angemessen einzugehen, dann mache ich mir wenig Sorgen darum, ob das Weißbuch genügend Material hat, sondern im Gegenteil, ich freue mich auf den Schreibensprozess. Vielen Dank. Sehr geehrte Frau Ministerin, Sie haben an der Aufmerksamkeit und am Applaus gemerkt, dass Sie die Punkte deutlich angesprochen haben. Sie haben das Weißbuch oder den Weißbuchprozess definiert. Sie haben die sicherheitspolitischen Herausforderungen beschrieben. Sie haben die Konfliktfelder dargestellt und Sie haben Lösungsansätze dargestellt. Das alles umfasst von einer komplexen Anforderung an eine nachhaltige und verantwortungsvolle Sicherheitspolitik, beschrieben eben im Weißbuch. Dafür ganz herzlichen Dank. Das war eine Keynote-Speech, die uns nochmal deutlich gemacht hat, wo wir stehen und wo wir hin müssen. Ganz herzlichen Dank dafür. Ich freue mich jetzt als nächsten Tagesordnungspunkt Herrn Dr. Karl-Heinz Kamp auch begrüßen zu dürfen als Präsident der Bundesakademie für Sicherheitspolitik seit gestern. Dazu noch einmal herzlichen Glückwunsch, alles Gute in Ihrer neuen Verwendung. Sie haben, Herr Dr. Kamp, herausragende Funktionen schon bei der BAKS gehabt, bei der Konrad-Adenauer-Stiftung, auch als Research Director beim NATO Defense College. Man könnte meinen, Sie haben sich ein ganzes Berufsleben auf den heutigen Vortrag vorbereitet. Und deswegen freuen wir uns umso mehr, dass Sie heute hier sind. Das Wort gehört Ihnen. Herzlich willkommen. Frau Ministerin, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe mich in der Tat mein ganzes Berufsleben auf diesen Vortrag vorbereitet. Und dann kommt die Ministerin und gibt einen Vortrag, der eigentlich alles abdeckt, was man hätte sagen können. Insofern wird es nicht ganz leicht werden, noch etwas Neues zu finden. Ich will es deshalb mal versuchen, mit dem, was man heute strategische Gesamtschau nennt, und will es aber versuchen, in Punkten zu machen. Das kann auch durchaus kontrovers sein. Das heißt, Sie müssen mit dem auch nicht übereinstimmen, denn wenn es um eine parlamentarische Positionsbestimmung geht, dann schließt sie ja Debatte auch ein. Ich will mal 5 Behauptungen aufstellen und daraus 9 Konsequenzen ziehen, was das denn für die Verantwortung Deutschlands in der Welt bedeutet. Und für jede dieser Konsequenzen können Sie mich grillen, wie gesagt, als Diskussionsbeitrag. Behauptung Nummer 1. Ich glaube, dass Historiker irgendwann mal das Jahr 2014 als einen sicherheitspolitischen Wendepunkt bezeichnen werden, der in seinen Konsequenzen mit denen des 11. September 2001 zu vergleichen ist. Nicht so dramatisch, natürlich war 9-1-1 dramatischer, aber der Veränderungsdruck auf euroatlantische Außen- und Sicherheitspolitik, der sich aus den Geschehnissen des Jahres 2014 ergibt, ist mindestens genauso groß. Das heißt, deutsche Sicherheitspolitik oder atlantische Sicherheitspolitik in 2016 oder 2017 wird anders aussehen, als wir 2014 dachten. Und das ist kein akademischer Beitrag, sondern zeigt auch etwas, was wir in der Öffentlichkeit vertreten müssen, wie schwer es ist, Sicherheitspolitik zu planen und auf welch dünnem Eis man sich da bewegt. Und wenn die Vorgänge in der Ukraine einer der Gründe für diesen Wandel 2014 sind, dann folgt als zweite Behauptung, dass Russland seine, ich nenne es mal ganz bewusst, neoimperiale Politik gegenüber seinen Nachbarn nicht ändern wird. Russlands Krise ist kein Schlechtwettergebiet, was durchzieht, sondern ein nachhaltiger Klimawandel. Und zwar auch deshalb, weil beide Seiten ja die moralische Lufthoheit behaupten. Russland sieht sich im Recht und es gibt nicht wenige, die eben auch in Deutschland
diese Position ebenfalls teilen, obwohl sie ein bisschen bizarr ist. Russland sieht sich als anti-westliche Macht und sieht sich nicht mehr als Teil der europäischen Sicherheitsordnung, so wie wir sie verstehen, gebildet aus OSZE, EU, NATO, die internationalen Organisationen, weil hinter alledem wittert Russland ja eben amerikanische Primär- oder westliche Dominanz. Russland denkt in Einflusssphären und Russland gebraucht militärische Macht, um Grenzen zu ändern. Das ist etwas, was wir eigentlich in Europa überwunden glaubten. Damit ist es klar, dass eine Partnerschaft mit Russland im alten Sinne so nicht mehr geben kann. Das schließt natürlich eine punktuelle Zusammenarbeit mit Russland in den Teilen, wo wir gemeinsame Interessen haben, wie zum Beispiel Arktis, wie zum Beispiel Iran, nicht aus. Dritte Behauptung. Die Umbrüche im Nahen und Mittleren Osten gehen über alles hinaus, was man bisher so von Krisen Krisen oder Revolutionen kennt. Weil Krisen und Revolutionen sind irgendwann zu Ende und dann haben sie eine neue Ordnung. Die mag uns nicht gefallen, aber es ist auf jeden Fall da, sie ordnet etwas. Was wir im Nahen Osten sehen, ist eher eine dauerhafte Erosion von Staatlichkeit. Das heißt, Staaten zerfallen, Syrien, Libyen, Irak, es entstehen Kalifate, die eben Grenzen überschreiten. Experten für die Region, ich bin keiner, sagen mittlerweile, vielleicht sehen wir dort so etwas wie den 30-jährigen Krieg. Die Ministerin hat es ja schon auf diese lange Phase schon mal darauf hingewiesen. Und das hat dramatische Auswirkungen, nicht nur auf die Region, sondern auch auf uns. Denn wenn es keine Staaten gibt, ich überzeichne jetzt mal, wenn es keine Staaten gibt, dann gibt es auch keinen für den oder gegen den sie intervenieren können. Militärisch intervenieren können, zivil intervenieren können, wirtschaftlich intervenieren können. Das heißt, unsere Institutionen, die EU, die NATO, verlieren eines ihrer Instrumente, nämlich der Intervention. Oder dieses Instrument wird sehr stumpf, es funktioniert nicht mehr so wirklich. Und hinzu kommt, dass wir, das hängt alles zusammen, wir haben eine Interventionsmüdigkeit in unserer Gesellschaft. Man ist nicht mehr bereit, das Leben von Soldaten zu riskieren, wenn, selbst wenn eine erfolgreiche Operation wie in Libyen unterm Strich zu mehr Chaos führt, nicht weil die Operation schlecht war, sondern weil die Bedingungen so sind als vorher. Und auch das ist einer der Punkte, der zu diesem Gezeitenwechsel beitragen. Das Problem, was daraus nämlich folgt, ist, dass wir von Entwicklungen in der Region betroffen sind, Flüchtlinge, der islamistische Terror, dass wir aber die Lage in der Region nur sehr begrenzt beeinflussen, positiv beeinflussen können, stabilisierend beeinflussen können. Das heißt, wir haben auch, das ist ein Teil von diesem nach 2014 Welt, wir haben eine gewisse Ohnmacht gegenüber dem, was wir dort unten sehen. Behauptung Nummer 4. Wir können uns leider nicht leisten, obwohl es problematisch genug ist, allein uns mit Osteuropa oder mit der europäischen Nachbarschaft im Osten oder allein mit der Nachbarschaft südlich des Mittelmeers befassen, obwohl das ja in der Tat genügend Herausforderungen sind. Die Herausforderungen im asiatisch-pazifischen Raum sind von eben solcher Brisanz und sie sind für Deutschland wichtig. Die Straße von Malakka, da gehen im Jahr 55.000 Schiffe durch. Das ist für uns von vitalem Interesse, die Freiheit der Straße von Malakka, nur als einer der Beispiele. Wir haben 5 Nuklearmächte in der Region, wenn Sie Russland mit dazu zählen, und wir haben die USA als 6. Nuklearmacht, die dort hineinwirft. Alle sind sich nicht so furchtbar wohlgesonnen von diesen 5. Und wenn Sie dann noch dazu nehmen, dass wahrscheinlich die Antwort, die China auf die Frage nach seiner eigenen Zukunft gibt in den nächsten Jahren, wahrscheinlich von ebenso großer Brisanz ist für uns wie die Frage Ukraine oder die Frage ISIS, dann sehen Sie, dass, wie wichtig diese Region ist. Und es ist kein Zufall, dass die USA diese Region 2012 mit ihrem Pivot to Asia besonders betrachtet haben. 5. Behauptung. Ich glaube, dass die Politik Russlands, ich glaube, dass der Zerfall des Mittleren Ostens oder auch die Entwicklung eben in Asien, asiatisch-pazifischer Raum, mehr sind als nur sicherheitspolitische Bedrohungen. Damit sind sie schwierig genug. Sie bedeuten auch
die Erosion der westlichen Weltordnung, so wie wir sie gesehen, das heißt einer Weltordnung, die nach dem Zweiten Weltkrieg aufgebaut wurde und die auf bestimmten Elementen aufgebaut ist, Völkerrecht, Institutionen, nationale Souveränität. Und diese regelbasierte internationale Weltordnung ist in Gefahr. Und wenn Sie sich überlegen, als Wladimir Putin im Jahr 2014 seine berühmte Waldai-Rede hielt vor diesem Waldai-Presseclub, das macht er einmal pro Jahr, hatte er einen Banner über sich hängen und darauf stand: neue Regeln oder keine Regeln mehr. New rules or no rules. Und dieser Punkt ist in China mit großem Interesse wahrgenommen worden. Das heißt, da passiert etwas, was über die reine Krisenwirkung hinausgeht. Auch das ist keine reine politikwissenschaftliche Diskussion, sondern es hat konkrete Auswirkungen, weil es ist ja schon wichtig, wie wir uns selber sehen, wie wir selber Verantwortung da verstehen. Konsequenzen für verantwortliche Politik. Ich versuche es kurz zu machen. Erstens, wir müssen erkennen, und wir erkennen gerade als Deutschland, dass wir wieder in der Artikel 5 Welt sind, in der Welt, in der Landes- und Bündnisverteidigung eine zentrale Aufgabe ist, weil wir damit zwei Signale senden müssen, ein Signal der Entschlossenheit an Russland und ein Signal der Rückversicherung an Verbündete, und das funktioniert komischerweise besser, als es die meisten Verbündeten gedacht haben. Man ist sehr überrascht, wie viel gerade Deutschland in der NATO leistet, um diese doppelte Botschaft vorzubringen. Und man muss sehr vorsichtig sein dabei, dass man auf der einen Seite militärische Verstärkung aufbaut, auf der anderen Seite aber eine Eskalation weitgehend verhindert, weil die Brücken nach Russland ja nicht abgebrochen werden können und wollen. Es ist nun mal da, ob es uns nun gefällt oder nicht. Zweitens muss man auch in der Öffentlichkeit vertreten, dass die NATO kein gesamteuropäisches Integrationsprojekt ist. Sie ist eine Verteidigungsallianz und Artikel 5, Solidarität, ist kein Akt des Großmutes. Das ist etwas, was ganz automatisch erfolgen muss. Das sind alles keine neuen Wahrheiten, aber auch das ist nicht überall, auch im parlamentarischen Bereich, noch nicht überall angekommen. Dritter Punkt, diese Artikel 5-Welt kann schnelles politisches Handeln erfordern, auch wenn konzeptionell noch nicht alles klar ist. Es gibt auch aus der parlamentarischen Welt ab und zu Kritik, dass man sagt, na, die Bundesregierung, die schreibt jetzt ein Weißbuch oder sie trifft jetzt schon Sachentscheidungen mit Blick auf eben Streitkräfte, mit Blick auf mögliche Beschaffungen, aber das Weißbuch ist ja noch nicht fertig. Und ihr habt ja noch den NATO-Gipfel. Eigentlich müsste das ja alles umgekehrt sein. Ja, es müsste eigentlich alles umgekehrt sein, aber der politische Kalender ist nun mal andersrum, weil weder Putin noch ISIS wartet, bis das eben wir unser Weißbuch geschrieben haben. Das heißt, man muss es einfach so anpassen, und die NATO hat es genauso gemacht mit ihrem strategischen Konzept. Das heißt, dass man Formulierungen im Weißbuch offen halten muss. Offen heißt nicht inhaltsleer. Aber man muss aufpassen, dass man sich nicht bestimmte Verpflichtungen reinschreibt, zum Beispiel mit Blick auf Russland, die später nicht mehr so stimmen. Vierte Folgerung. Wenn das mit der Ohnmacht gegenüber dem Nahen und Mittleren Osten so stimmt, dann muss man aufpassen, wie man seine Rhetorik in der Öffentlichkeit verkauft oder vertritt mit Blick auf die Ursachen. Man hört dann selten mal, man muss die Ursachen bekämpfen, das ist immer richtig. Die Frage ist, ob das funktioniert, ob wir überhaupt noch die Möglichkeiten haben, das zu tun. Wahrscheinlich ist es umgekehrt, nämlich dass wir viel mehr mit den Folgen agieren müssen, Flüchtlingsproblematik, Homegrown Terrorism und was sie alles haben, und Ursachen gar nicht bekämpfen können. Denn Ursachen bekämpfen heißt Assad beseitigen, es heißt so ca. 40 bis 50 ISIS-Gruppen bekämpfen, es heißt eben den Iran auf die eigene Seite ziehen, es heißt eben mit Putin sich zu einigen, wenn es weiter nichts ist. Das heißt nicht, dass man nicht über die Ursachenbekämpfung nachdenken muss, aber Sie müssen aufpassen, was Sie vertreten, und die Folge ist wiederum das, was die Ministerin sagte, die Folgen werden uns sehr lange erhalten bleiben. Wir werden sehr lange mit den Folgen kämpfen müssen. Fünfter Punkt, fünfte Folgerung. Verantwortliches Handeln wird auch oder kann auch Nichthandeln erfordern. Selbst dann, wenn Sie eben mit Grausamkeiten konfrontiert sind, stellen Sie sich vor, was passiert, wenn deutsche Staatsbürger im Irak abgeschlachtet werden, vor laufenden TV-Kameras. Gleichzeitig wissen Sie, wie wenig Sie dort machen können. Andere Länder haben das bereits erlebt, diese eigene Ohnmacht, und das verändert die Lage der Politik. Häufig müssen Sie ja versuchen, Konsens zu schaffen für einen Einsatz, und der Bürger sagt, das fehlt mir gerade noch.
Sie können in eine Situation geraten, wo der Bürger sagt, da muss man doch irgendwas tun. Und Sie selber wissen als verantwortlicher Politiker, Sie können gar nicht so viel tun, um dort zu agieren. Das ist schwierig. Und insofern müssen wir auch dahingehend die Resilienz, die Widerstandsfähigkeit unserer Gesellschaft, die Leidensfähigkeit, wenn Sie so wollen, verstärken. Sechster Punkt, sechste Folgerung, verantwortliche Sicherheitspolitik erfordert Führung über die Demoskopie hinaus. Das ist in der Sicherheitspolitik keine Neuigkeit, weil eigentlich alle großen sicherheitspolitischen Entscheidungen, auch bei der Bundeswehr, Nachrüstungs-, Auslandseinsätze, sind immer gegen die Demokratie entschieden worden. Und es war, die Ministerin hat es erwähnt, mit den Reden 2014 ähnlich. Es gab 65% der Öffentlichkeit war dagegen. Große Kritik im politischen Spektrum dagegen, Militarisierung der Gesellschaft etc. Man kann etwas ketzerisch sagen, die Regierung hat es trotzdem getan. Und was hat man gelernt? Dass man gewinnt vielleicht mit Außen- und Sicherheitspolitik keine Wahl, aber sie verlieren auch keine. Das heißt, sie können dort, sie müssen dort agieren über die Demografie hinaus. Und manchmal scheint es mir, als dass die Öffentlichkeit weiter wäre, als es die Politik manchmal meint. Die Reaktionen in Umfragewerten auf die jüngste BND-Affäre Nachrichtendienste war wesentlich gelassener, als man es eigentlich in der Politik gehört hat. Siebter Punkt. Die Konsequenz auf Asien. Deutschland muss also seinen 360-Grad-Blickwinkel in der Außen- und Sicherheitspolitik behalten. Das ist manchmal schwierig, weil die Polen sagen, ihr müsst viel mehr auf uns gucken und die Spanier sagen, ihr müsst viel mehr auf den Süden gucken. Man muss wirklich als eine der großen Mächte in Europa diesen 360-Grad-Winkel behalten. Und das heißt aber auch, es geht um eine Region, in der wir kein strategischer Akteur sind, Asien-Pazifik. Da ist auch Frankreich und Großbritannien kein strategischer Akteur. Der Akteur dort sind die USA. Und insofern müssen wir auch das ist Teil des Burden-Sharings, mit den USA uns ins Benehmen setzen, wie wir die USA entlasten können, weil sie für uns dort Funktionen übernehmen. Sie sichern unsere vitalen Interessen und wir müssen sie auf anderer Seite entlasten. Auch das hat Auswirkungen auf die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik. Vorletzte Folgerung Nummer 8, transatlantische Beziehungen. Standardfolgerung ist, man muss mehr euroatlantisch zusammenarbeiten. Das ist nicht neu. Wir haben aber zwei neue Entwicklungen in diesem ganzen Bereich euroatlantische Zusammenarbeit. Erstens mal, wir haben eine neue und für viele, gerade für Putin, unerwartete Zusammenarbeit, gute Zusammenarbeit zwischen EU und NATO im Bereich Krise in der Ukraine. Die NATO macht, wenn Sie so wollen, die Rückversicherung, die Abschreckung, die militärische Sicherung. Der zentrale Akteur im sicherheitspolitischen, nicht-militärischen Krisenmanagement ist die EU. Sanktionen, der Gasdeal, Nachbarschaftspolitik. Die EU macht aber keine militärischen Dinge. Von den Battlegroups spricht in der Ukraine-Krise niemand. Das ist neu. Was wir zweitens neu haben, ist, wir haben ein militärisches Zusammenwachsen in Europa, das nicht von Institutionen oder nicht so sehr von Institutionen und Verträgen gesteuert ist, sondern von Fakten. Staaten machen Dinge zusammen, weil es besser geht und weil sie es alleine nicht mehr können, pragmatisch. Man verzichtet auf Souveränität und an dessen Ende wird eine wie auch immer geartete europäische multinationale Handlungsfähigkeit, militärische Handlungsfähigkeit stehen. Ob man das Europa-Armee nennt oder nicht, ist relativ egal. Und wenn Sie diese beiden Trends zusammennehmen, dann kann diese europäische Handlungsfähigkeit durchaus dieser europäische Pfeiler in der NATO sein, wie man es vor Sommerloh von 1998 mal angedacht hatte, weil die NATO als militärischer Akteur heute in jeder Kombination von Staaten handeln kann, wenn das die entsprechenden Staaten wollen. Letzter Punkt, letzte Folgerung, ja, es gibt ihn wieder, den politischen Westen. Es gibt einen politischen Westen, das heißt die vollentwickelten Demokratien westlichen Types, die politische Prinzipien und Werte miteinander teilen. Das ist nicht allein auf Europa beschränkt oder auf Nordamerika. Dazu gehört natürlich Australien oder Japan oder Südkorea. Das heißt nicht, dass dieser Westen nicht sehr gute Beziehungen mit allen anderen Staaten haben kann, die sich nicht diesem Wertekanon anschließen. Aber trotzdem muss man selber wissen, was man ist und was man will. Wenn man vor 2, 3 Jahren oder 5 Jahren sagte, es gibt den Westen, wurde man sofort kritisiert, weil wer vom Westen spricht, der spricht auch von dem Osten. The West against the rest. Wir grenzen den Rest aus.
Das ist heute nicht mehr. Russland definiert sich als anti-westlich. ISIS definiert sich nicht nur als anti-westlich, sondern als anti-zivilisatorisch. Das heißt, der Westen als Prinzip versucht, seinen Wertekanon zu schützen gegen die ihn ablehnen. Das ist kein nostalgischer Kalter Krieg-Pathos, sondern es ist eine traurige Notwendigkeit. Denn dieser Westen gruppiert sich irgendwie um NATO und EU, er ist selbst definierend. Man bezeichnet sich als dazugehörend oder nicht. Und deshalb sind auch die Streitpunkte, die wir innerhalb dem Westen haben, NSA mit den USA und ich weiß was alles, weniger wichtig als der Westen selber. Und deswegen ist TTIP ein so zentrales Problem, weil es mehr ist als eine reine Handelsvereinbarung und die auch eben weit über Verbraucherstandards hinausgeht. Das geht alles über den Weißbuchrahmen hinaus, ich weiß, aber es bleibt eine zentrale Verantwortung moderner deutscher Außen- und Sicherheitspolitik. And on that happy note, danke ich Ihnen sehr für Ihre Geduld. Ja, herzlichen Dank, Herr Dr. Kamm, für diesen wirklichen Fachvortrag, wo Sie dargestellt haben, dass die sicherheitspolitische Bedrohung auch eine Bedrohung der westlichen Weltordnung ist. Und Sie haben deutlich gemacht, Artikel 5 ist nicht nur ein Wort, sondern auch ein Bündnisversprechen. Dazu bedarf es auch der Sensibilität der Bevölkerung, immer auch für die Politik mit einem 360-Grad-Winkel. Sie haben gesagt, wir brauchen die nationale Handlungsfähigkeit. Nicht der Traum von einer europäischen Armee hilft, sondern eben die europäische Fähigkeit muss gesichert sein. Also ein umfassender Ansatz. Herzlichen Dank dafür. Und ich möchte jetzt gerne Herrn Dr. Keller als Koordinator der Adenauer Stiftung für Außen- und Sicherheitspolitik gerne die Diskussionsleitung geben. Bitte schön, Herr Dr. Keller. Vielen Dank, Herr Otte. Frau Ministerin, meine Damen und Herren, auch von meiner Seite herzlich willkommen und einen schönen Nachmittag. Wir haben nun jede Menge gehört, ein breites Feld, einen weiten politischen Rahmen abgesteckt bekommen von Ministerin von der Leyen und auch von Karl-Heinz Kamp. Und jetzt obliegt den 6 Diskutanten hier auf unserer Podiumsdiskussion die Aufgabe, da noch genauere Schlaglichter drauf zu werfen. Was genau bedeuten die angesprochenen Faktoren denn nun für unsere Weißbuchdiskussion und damit in letzter Konsequenz auch für die Zukunft der Bundeswehr? Was bedeutet es, wenn wir sagen, wir sind im Konsens, Deutschland muss Verantwortung übernehmen? Was bedeutet das dann konkret? Wie können wir das füllen? Was müssen wir anpacken? Wie können wir das anpacken? Und ich bin sehr froh, dass diese schwierigen Fragen eben nicht mir obliegen, sondern dass ich die weitergeben kann an die 6 Experten, die hier mit mir sitzen. Herr Jung hat uns schon vorgestellt, Sie haben die Unterlagen, die CVs in Ihren Konferenzmappen, deswegen spare ich mir das, damit wir gleich in Medias Res gehen können. Wir haben 1,5 Stunden Zeit und wollen auch genügend Zeit lassen für Fragen und Kommentare aus dem Publikum. Und deswegen haben wir uns auf die Spielregel geeinigt, dass wir keine langen Eingangsstatements hören werden, sondern dass ich gleich ein paar Fragen stellen werde an die Diskutanten hier vorne und dass wir dann hoffentlich hier miteinander ins Gespräch kommen und dann sehr bald auch mit Ihnen. Es sind nicht so viele Leute hier oben, es ist nicht so eng wie bei einer republikanischen Präsidentschaftsdebatte, aber es sind doch genügend Leute, die zu Wort kommen wollen. Deswegen drücken wir ein bisschen aufs Gaspedal. Herr Otte, vielleicht darf ich mit Ihnen anfangen. Wir haben nun von der Ministerin und von Karl-Heinz Kamp gehört, dass es doch eine ganz große Breite der Aufgaben gibt für die deutsche Sicherheitspolitik. Sowohl regional, wir haben über den Osten Europas gesprochen, über die mediterrane Region, Karl-Heinz Kamp hat ausführlich über Asien-Pazifik gesprochen. Also eine Breite der regionalen Aufgaben, aber auch eine Breite sozusagen der sektoralen Aufgaben, was die Sicherheitspolitik dort an verschiedenen Aufgaben in den verschiedenen Regionen leisten muss. Die erste Frage an Sie, sehen Sie das genauso und daran anschließend vielleicht etwas naiv gefragt, um das alles leisten zu können, brauchen wir dafür nicht doch deutlich mehr Geld und auch mehr Soldaten als die Zielgröße von 185.000? Ich glaube, dass wir, wie Sie zu Recht beschrieben haben, einen sehr breiten Ansatz sehen müssen, um die sicherheitspolitischen Herausforderungen beantworten zu können. Und deswegen muss ein Weißbuchprozess offen und dynamisch sein. Es ist verführerisch, dass wir uns an der aktuellen Tagespolitik orientieren und versuchen, schnelle Antworten zu finden. Aber wir müssen nicht den Boden betrachten, sondern wir müssen den Weg betrachten, den wir gehen müssen für Sicherheit und Stabilität. Und deswegen, glaube ich, müssen wir auch Konflikte früher ins Auge fassen können. Nennen Sie es vielleicht eine Vorwärtsverteidigung
um zu verhindern, dass Krisen zu uns kommen, sondern Krisen gilt es dort zu lösen, Ursachen zu bekämpfen, damit diese nicht zu Flächenbränden werden. Dafür brauchen wir die notwendigen Handlungsrahmen. Unsere Verteidigungsministerin hat es auch deutlich dargestellt. Wir brauchen motiviertes und professionelles Personal. Wir brauchen eine nachhaltige Finanzierung. Wir brauchen die richtigen Ausrüstungsgegenstände dafür. Und wir brauchen eine vor allem Verantwortungskultur in der Bevölkerung, als auch vor allem bei den Volksvertretern. Denn wir sind es, die die Rahmen setzen. Und damit sind wir bei den finanziellen Mitteln und auch der Grundlage für den Personalumfang. Wenn ich sehe, was für verschiedenartige, vielfältige Aufgaben auf die Bundeswehr zukommen oder aktuell gestellt werden, dann müssen wir wirklich immer den Menschen im Auge haben und beurteilen können, ist das leistbar und machbar. Und da darf es kein Tabu sein, in einer solchen Phase auch eine Anpassung der Obergrenzen ins Auge zu fassen. Nicht nur immer bitte nach unten, sondern gegebenenfalls vielleicht auch mal nach oben. Vielen Dank, Herr Otte. Herr Hahn, auch an Sie die Frage. Teilen Sie diese Einschätzung, dass wir diese Breite an regionalen Aufgaben haben müssen im Weißbuch? Was ist sozusagen Ihr Input? Wie muss das Narrativ des Weißbuchs sein? Was sind die wichtigsten von den vielen Aufgaben, die wir jetzt angesprochen haben, denen sich die Bundesrepublik stellen muss? Und welche Fähigkeiten braucht die Truppe dafür? Ich glaube, dass wir haben ja dieses Jahr, würde Franz Josef Strauß ja seinen 100. Geburtstag feiern. Deswegen schauen viele zurück und sagen, was hat er denn so Kluges, und er hat viel Kluges gesagt, tatsächlich zu Protokoll gegeben. Eine Maxime von Franz Josef Strauß war das Streben nach Sicherheit. Das hört sich banal an, ist aber irgendwie in unserer Zeit, in den letzten Jahren, sowas so selbstverständlich geworden, dass wir uns offensichtlich darüber gar nicht mehr so viel Gedanken gemacht haben und müssen jetzt erkennen, mit Blick auf die großen Herausforderungen, die mit ungeheurer Geschwindigkeit und vor allem Wucht gerade auf uns einprasseln, dass wir irgendwie gar nicht mehr richtig wissen, wie wir eigentlich mit diesem Thema Sicherheit tatsächlich umgehen. Und deswegen ist es wirklich genau richtig, der richtige Moment, auch wenn es gar nicht schnell genug gehen kann, das ist schon klar, bis ein Weißbuch steht, aber es ist genau der richtige Moment, sich mit diesem Weißbuch zu beschäftigen, um eben genau das festzulegen, was bedeutet denn eigentlich Sicherheit und wer muss Sicherheit leisten. Und ich muss sagen, das, was Franz Josef Jung im Weißbuch 2006 angelegt hat mit dem vernetzten Ansatz, das müssen wir jetzt noch viel stärker ausgestalten. Ich glaube, das ist eine ganz große Herausforderung, weil wir wissen, dass noch stärker erkennen, als das schon 2006 sich abgezeichnet hat, dass es eine Abgrenzung in vielen Bereichen gar nicht mehr gibt und auch gar nicht mehr möglich ist. Und deswegen bin ich auch hier froh, dass schon der Prozess des Weißbuches diesem Gedanken des vernetzten Ansatzes entsprechend Rechnung trägt. Und wenn wir da fragen, was könnte da konkret eine Forderung sein, dann sage ich, wir müssen, es gibt immer noch einfach spürbare Reserviertheit oft unter den verschiedenen Ressorts, wenn es darum geht, gemeinsam das gemeinsame Ziel, nämlich Sicherheit, zu verfolgen, gemeinsam umzusetzen. Und wenn ich mir da so ein Instrument anschaue, wie beispielsweise Staatssekretärausschuss, dann könnte ich mir vorstellen, dass man dieses Instrument möglicherweise verstetigt, indem man sagt, wird Personal rangegeben, hier wird ein eigener Stab eingesetzt, etwas, was kontinuierlich läuft, um eben dieses Miteinander noch stärker zu garantieren. Das könnte ich mir vorstellen. Eine weitere Dimension, die, glaube ich, für das Thema Sicherheit, auch das ist vielleicht banal oder eine Binse, aber man kann es gar nicht in der jetzigen Zeit oft genug sagen, Sicherheit für uns Deutsche ist nur herstellbar, wenn wir in einem gemeinsamen Europa. Und ich sage das so deutlich, weil ich mir mit Blick auf die Flüchtlingsproblematik, mit Blick auf die Diskussionen, die wir führen, wenn es um unsere gemeinsame Währung geht, ich mir um dieses Europa im Moment unglaubliche Sorgen mache. Und deswegen glaube ich, muss auch dieses Weißbuch die europäische Perspektive sehr stark akzentuieren, denn Europa wird oder ist eines der wichtigsten Sicherheitsgarantien
die wir haben, und deswegen müssen wir entsprechend dran arbeiten. Markus Keim, Florian Hahn hat es angesprochen, die Fluchtproblematik, Flüchtlinge, die hier ankommen, Fluchtursachenbekämpfung als ein Stichwort. Karl-Heinz Kamp hat in seinem Vortrag gesagt, manchmal ist verantwortliches Handeln auch Nichthandeln und manchmal kann man bestimmte Dinge auch gar nicht vor Ort lösen, und hat vor Interventionismus gewarnt. Aus Ihrer Sicht, der Zerfall der Ordnung in Nah- und Mittelost, in Syrien insbesondere, was bedeutet das für die deutsche Sicherheitspolitik? Wie reagieren wir darauf? Wie können wir darauf uns einstellen? Gibt es Lehren aus der Nicht-Intervention in Syrien? Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Vielleicht darf ich einen Satz sagen, weshalb ich Volker Perthes hier vertrete. Das tue ich nicht deshalb, weil gestern das letzte Bier schlecht gewesen wäre, sondern Sie haben es angedeutet, er die Aufgabe übernommen hat, im Auftrag des Sondervermittlers der Vereinten Nationen eine Arbeitsgruppe zu leiten, die die syrische Regierung und die syrische Opposition zusammenbringt. Und diese Aufgabe bindet ihn im Moment stärker, als er das vorher abschätzen konnte. Das ist der Grund, weshalb ich ganz kurzfristig eingesprungen bin. Ich würde so beantworten, die Frage, oder ich fange anders an, ich kann den Punkt von Karl-Heinz Kamp nur unterstützen. Es ist ja so ein Allgemeinplatz geworden, zu sagen, Fluchtursachen dort bekämpfen, wo sie herkommen. Aber wenn man das wirklich mal versucht durchzudeklinieren, stößt man, glaube ich, sehr schnell an Grenzen dessen. Was würden wir denn tun oder was tun wir denn gegen staatliche Korruption in einem Land des subsaharischen Afrika? Was tun wir denn oder was können wir denn tun aus einer deutschen, / europäischen Perspektive, gegen Regime, die übliche staatliche Dienstleistungen ihren Bürgerinnen und Bürgern verweigern, weit ab von uns entfernt. Und das Wort syrischer Bürgerkrieg, libyscher Bürgerkrieg und anderes mehr habe ich noch gar nicht angesprochen. Von daher glaube ich, sind zwei Dinge richtig. Erstens, dass das Weißbuch, man könnte sagen komplementär dazu, die europäische Sicherheitsstrategie, die ja in einem parallelen Prozess entsteht, sozusagen eine regionale Verortung vornimmt. Ich glaube, der Geltungs- und Ordnungsanspruch Deutschlands und Europas wird sich aufgrund des Krisenjahres 2014 und den Krisen und Konflikten, mit denen wir konfrontiert sind, stärker als bislang auf die euroatlantische Peripherie konzentrieren müssen. Also Deutschland und Europa wird sich stärker als Ordnungsfaktor in der euroatlantischen Peripherie konzentrieren müssen, als das in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Natürlich, und das ist völlig unstrittig, ist Deutschland und Europa von globalen Entwicklungen berührt. Nur heißt das konsequenterweise, ich glaube, das wäre ein Fehlschluss zu sagen, dass wir uns als Ordnungsfaktor in der südchinesischen See begreifen. Und wenn wir das denn selbst, wenn wir es täten, wodurch wäre das denn unterlegt? Also ich glaube, eine wohlverstandene Demut ist hier, glaube ich, das Richtige ist hier angemessen. Und tatsächlich, glaube ich, gibt es eine ganze Reihe von Krisen und Konflikten, die zumindest etwas erfordern, was deutsche Politik mehr und mehr an den Tag legt, so etwas wie strategische Geduld. Und da finde ich gerade einen Konflikt, der ja bereits angesprochen worden ist, geradezu beispielhaft. Natürlich sind die zwei Teilkonflikte in der Ukraine noch bei weitem nicht in einem Zustand oder in einem Zustand überführt, der aus westlicher Perspektive zufriedenstellend gewesen ist. Aber deutsche Politik hat in dieser spezifischen Krise zumindest viele Dinge an den Tag gelegt, was ich sozusagen ordnungspolitisch von einem in Anführungsstrichen Hegemon erwarten würde, nämlich strategische Geduld, sich nicht abschrecken lassen, hat an den Tag gelegt, immer wieder mit eigenen Initiativen und Anregungen zu kommen. Und wenn man das mal versucht, von der Ukraine-Krise auf die Konflikte des Nahen und Mittleren Ostens zu übertragen, dann würde ich sagen, da ist aus vielleicht für die europäische Außen- und Sicherheitspolitik noch Luft nach oben, weil wir werden ja wahrscheinlich eher mit Bedauern zur Kenntnis nehmen müssen, dass die Europäische Union bei der Einhegung des Bürgerkrieges in Syrien, beim Kampf gegen IS, nicht die Betonung auf bislang die Rolle nicht spielt, die sie spielen könnte und meines Erachtens auch spielen sollte. Und dann gibt es noch einen Restposten von Konflikten, wo ich auch zustimmen würde, die entziehen sich einem externen Steuerungsanspruch. Aber das glaube ich erst, wenn alle anderen Mittel erschöpft worden sind. Vielen Dank. Herr Rink, die Begriffe sind gefallen. Strategische Geduld, verantwortungsbewusstes Nichthandeln, Demut, da sind wir ja fast schon im theologischen Diskurs, da muss ich jetzt zu Ihnen kommen. Wenn wir über den Verantwortungsbegriff und damit auch die Verantwortung zum Handeln nachdenken, wie sehen Sie das, gerade mit Blick auf die MENA-Region, Flüchtlingsproblematik im Zusammenhang mit dem Weißbuch? Ja, in der Tat, mein Vorredner hat da
Ein Vorredner hat fast schon eine christliche Tugendlehre aufgemacht. Und das ist natürlich schön, das als Theologe hier zu hören. Mir fällt bei diesen Fragen immer ein, dass Martin Luther 1525 nach den Bauernkriegen schon ein tolles Büchlein verfasst hat. Das heißt, ob Kriegsleute auch in seligem Stande sein können, was Ihnen sehr zur Lektüre empfohlen ist. Und er ruht da auf der damals ja sehr führenden sogenannten Lehre vom gerechten Krieg. Also wann ist überhaupt ein Krieg gerechtfertigt? Und ich muss sagen, in den Eingangsstatements fühlte ich mich sehr daran erinnert, weil Martin Luther sagt, Krieg im ethisch rechtfertigten Sinne ist eigentlich immer nur ein Verteidigungskrieg. Es darf nie ein Angriffskrieg auf ein fremdes Territorium sein. Und das fast 500 Jahre später nochmal zu lesen, da kann man sich nur denken, meine Güte, was wäre der Menschheit erspart geblieben, wenn die Territorialgrenzen auch wirklich entsprechend gesichert worden wären und keine Angriffskriege stattgefunden hätten. Ich denke, das heißt auch was für unseren Umgang mit Krisen, also im Anschluss an die Tugendlehre, die wir gerade gehört haben. Ich glaube, wir kommen gar nicht umhin zurzeit, nicht nur nach den Folgen der Flüchtlingskrise zu schauen, sondern auch zu schauen, gerade im Mittleren und Nahen Osten, was sind eigentlich die Ursachen dieser Flüchtlingskrise? Und die Tatsache, dass Volker Perthes und andere nun gerade nicht unter uns sind, kann man da ja vielleicht auch als ein positives Zeichen deuten, dergestalt, dass ja doch und hoffentlich die internationale Gemeinschaft ganz stark danach sucht, wie diese unglaublichen Ursachen der Flucht in irgendeiner Form eingedämmt oder auch verhindert werden können. Also ich habe den Eindruck, da tut sich doch in den vergangenen Wochen so einiges. Und wir können eben auch an der Stelle nicht einfach zusehen, sondern die internationale Gemeinschaft ist an der Stelle gefordert. Und es ist ja wirklich ein Jammer mit anzusehen, dass es an der Stelle bisher noch zu keiner wirklich zwischen den Großmächten abgestimmten Form auch gekommen ist. Von daher gesehen denke ich, verantwortungsethisch, wenn Sie auf Verantwortung abheben, ist Handeln gefragt, sehr wohl wissend, dass unsere Möglichkeiten, da einzugreifen, natürlich begrenzt sind und sehr klug abwägend auch, was jeweils mit den Folgerungen da diesbezüglich gegeben ist. Herr Rink, darf ich da gleich nochmal nachfragen? Zum Spannungsfeld zwischen der Achtung souveräner Grenzen von Nationalstaaten und unserer humanitären Idee. Stichwort Responsibility to Protect, genau. Erfahrungen in Libyen und anderswo. Wenn Sie im Gespräch wären mit denjenigen, die das Weißbuch verfassen müssen, was geben Sie für einen Hinweis oder für einen Rat über dieses Spannungsfeld? Ja, ich glaube, an der Stelle sind die beide großen Kirchen ganz eins in der friedensethischen Beurteilung. Für die evangelische Kirche hat es ja im Jahr 2007 eine Friedensdenkschrift gegeben, die bis heute, finde ich, absolut Maßstäbe gesetzt hat, auch in dieser Hinsicht. Und da ist klar, die Verantwortung zum Schutz ist gegeben. Frau Ministerin hat das ja gerade noch mal klar gemacht, auch in Bezug auf das Thema des Schutzes der Kurden und Jesiden. Es wird eben dort als eine der Bedingungen geschildert, und genau da sind wir in dem Dilemma drin, dass doch nach Möglichkeit eine Mandatierung durch die Völkergemeinschaft vorliegt, nicht im Sinne des internationalen Völkerrechts. Und da sehen wir uns eben in einem Dilemma oder in einer absoluten Krise, weil offensichtlich bislang die Vereinten Nationen nicht in der Lage waren, dieses Thema wirklich adäquat anzugehen. Also das Thema der Responsibility to Protect ist in der christlichen Friedensethik absolut so vorgesehen, wird so unterstützt, auch jenseits der Grenzen von Landes- und Bündnisverteidigung. Und ich denke, das hat Frau Ministerin ja nochmal klar gemacht, es ist eben beides, das Thema der Auslandseinsätze auf der einen Seite, aber eben auch der Landes- und Bündnisverteidigung, die da in eine Balance gebracht werden müssen. Dankeschön. Herr General Domröse,
Kriegsleute im seligen Stande. Ich maße mir nicht an, dazu ein Urteil zu fällen, aber ich weiß, dass sie in der NATO gut verankert und gut verdrahtet sind. Und im Bündnis haben wir ja gegenwärtig auch die schwierige Balance zwischen klassischer Landesverteidigung, Abschreckung, Rückversicherung der Partner und Bündnispartner im Osten auf der einen Seite und der Fähigkeiten zum Krisenmanagement auf der anderen. In beiden Richtungen muss Deutschland Verantwortung übernehmen, hat es ja auch schon getan. Was können Sie uns berichten aus Ihren Unterhaltungen innerhalb des Bündnisses? Was sagen die Bündnispartner zu uns? Was müssen wir tun, um Verantwortung zu übernehmen aus deren Perspektive? Ich bin nicht nur in der NATO, ich bin auch in der evangelischen Kirche und deswegen glücklich. Also, wir müssen uns beschäftigen heutzutage mit den Bedrohungen des 21. Jahrhunderts. 21st Century Threat. Und darauf müssen wir unsere Streitkräfte ausrichten, wir die NATO. Und da haben wir natürlich in Afghanistan eine Bedrohung, das ist ein Gewehr-Taliban. Das ist nicht so gefährlich und ein bisschen Mine. Da brauchen wir andere Fähigkeiten, um Herr zu werden. Und dementsprechend rüsten wir die Streitkräfte aus und wir unterstützen sie, wir assistieren. Das kriegen wir ganz gut hin. Also da schaffen wir es, to maintain the peace, wenn das alles gut läuft mit der neuen Regierung, auf einem niedrigen Niveau. Im Osten bin ich zuständig, to maintain the peace. Die Ministerin hat von Prävention gesprochen, to prevent war. Das ist meine einzige Aufgabe, meinen ganzen Tag. Mache ich seit März 2014, durchgehend. Und da stehen wir mit Streitkräften und im Baltikum stehe ich mit 4 Panzern. Bin ich aber glücklich, das sind amerikanische Panzer. Und das ist jetzt kein Scherz. Die baltischen Staaten sind wunderbare Völker, ganz sympathische und motivierte Menschen. Die wollen, und die meine Generation und die etwas Jüngeren, die haben mit ihrem Jachtgewehr für die Freiheit 1989 gekämpft. Das geben die nie wieder her. Wie die Ostdeutschen, so die Balten, so die Polen, Lech Walesa als Stichwort. Und sie vertrauen auf Deutschland, dass wir ihnen Schutz, dass wir zur Seite stehen. Sie lieben Deutschland, weil wir stark sind, weil wir in der Regel pünktlich sind und weil wir alle BMW fahren. Das andere Auto nenne ich jetzt mal nicht. Und die sind ja alle auch gut. Und das wollen die auch alle haben. Das sollen sie auch alle haben. Und natürlich Freiheit, Menschenrechte und so weiter. Und sie vergleichen, und viele haben in Deutschland studiert, diejenigen, die ich kenne, und ich gehe zu Universitäten, zu allem Möglichen. Und die sagen, wir wollen eigentlich den Zustand haben wie in Berlin, im geteilten Berlin. Wir wollen geschützt werden. Deswegen sind wir mit Assurance Measures da durchgehend. Und die Bundeswehr ist sehr stark dabei. Übrigens in Afghanistan ja auch. Über das wir hier reden wir ja später noch. Also, das ist gut. Sie brauchen also das Gefühl, geschützt zu werden. Und das andere, sagt man dann ja zusammen, soll auch so sichtbar sein, dass wir einen Angriff abwehren können, der zum Glück nicht stattfindet, weil Deterrence not broken ist. Es ist alles okay. Aber das Gefühl, überrannt zu werden, haben Sie, wenn Sie in Tartu an der Universität sind. Das ist direkt an der Grenze zu Russland. Sie brauchen für die 200 Kilometer knapp ans Wasser 2 Stunden mit dem Auto, mit dem Hubschrauber eine halbe Stunde, mit dem Jet eine Viertelstunde, da sind Sie schon durch. Und diese Beklemmung heraus sagt, wir gibt uns Schutz und die Kompanien, die wären ja stolz, wenn die G36 hätten. Die haben noch G3. Wie ich vor 40 Jahren mit meiner Kompanie. Und mit diesen Reifelkompanien können sie natürlich Russland nicht lange aufhalten. Insofern brauchen die das, was wir Heavy Metal nennen. Ich brauche dort eine, sagen wir es im Größenordnung, eine Panzerdivision. Und wenn die Ministerin von Ausrüstungshilfe gesprochen hat, kann ich das nur begrüßen. Die Haubitzenlieferung nach Litauen ist genau richtig. Es gibt ja 2 Möglichkeiten nach der Mathematik. Entweder wir helfen, körperlich, mit Kompanien und Bataillonen, oder wir rüsten die aus und die Hilfe der Solidarität kommt hinzu. Das müssen wir wahrscheinlich beides machen. Also 21st Century Threat heißt im Litauen und im Baltikum insgesamt, auch in Polen, aber wegen der räumlichen Enge dort besonders, gewappnet zu sein gegen Panzer, gegen Fallschirmjäger, gegen Flugzeuge und Hubschrauber. Alles das ist dort in den Ländern nicht vorhanden. Nicht ein einziger Hubschrauber, wie gesagt, die 4 Leihpanzer und sonst nichts. Da ist Deutschland steht gut da, aber wir müssen wahrscheinlich dort gegen diesen Threat
ausgerüstet sein. Und da will ich der Bundeswehr nicht zu viel Ratschläge geben. Aber eins ist doch deutlich, es beginnt an mit Indication and Warnings. Nur wenn ich was sehe und höre, kann ich überhaupt nur was tun. Also wir brauchen Hightech, sagen wir Satellitenaufklärung oder sonst was. Wir brauchen auch highly sophisticated equipment. Und das habe ich durch die, in der NATO verfügbar. Durch Amerikaner und andere Kräfte. Das Hightech-Equipment kommt nicht immer mit der Bundeswehrkompanie dabei. Und von daher müsste man sicherlich darüber nachdenken, wie man das Ganze systemischer macht und vom Einzelschützen wegdenkt. Aber das weiß der Generalinspekteur und die Ministerin wahrscheinlich selbst. Also ich brauche diese Kräfte, sagen wir es mal so. Ich brauche sie da. Die Erwartungen der Balten und der Polen an Deutschland sind riesengroß. Und die Sorge vor Russland ist ebenfalls riesengroß. In NATO-Terms heißt das Major Concerns. Und es ist ja von allen richtig beschrieben worden. Wir haben grundlegende Lageänderung. 2010, strategisches Konzept, war Putin unser Freund und Assad war ein Diktator, aber Syrien was not bleeding. Und da muss man gegen angehen. Also ich habe in Afghanistan eine andere Kräftekonfiguration, to maintain the peace, to prevent the war im Norden, erfordert schwere Kräfte und Hightech immer dabei. Und dann brauchen wir auch, das machen wir ja nicht gern drüber reden, aber ich bin ja nun mal der Operateur, ich bin dafür zuständig und wir brauchen Präzisionswaffen und über alles hinweg sage ich immer, you can search forces, you can search capabilities, but you cannot search trust. Wir müssen aufpassen, dass wir verlässlich sind und bleiben. Vertrauen ist key, sonst ist auch die NATO weg. Und als letzten Satz zur NATO, wenn ich das in diesem Zusammenhang darf, muss man in der NATO natürlich drüber nachdenken, und das machen wir auch. NATO muss wahrscheinlich global gehen, langfristig, auf Europa begrenzt reicht nicht, um Amerika in zu halten. Und das ist, glaube ich, die Absicht der NATO, to keep the Americans in, the Russians out. Und dann sehen wir weiter. Herr Otte, ich würde Ihnen gerne Gelegenheit geben, auf den General zu reagieren. Mit Blick auf die Hoffnungen der osteuropäischen Verbündeten in der NATO. Wir gucken auf den nächsten NATO-Gipfel im nächsten Sommer in Warschau, ungefähr im Umfeld der Veröffentlichung des Deutschen Weißbuches. Tut Deutschland genug? Ich meine, wir sind engagiert in Stettin, in der VJTF und so weiter, aber genügt es, um sozusagen dem gerecht zu werden, was unsere Bündnispartner von uns brauchen? Es ist zu lange geglaubt worden, dass es eine konventionelle Bedrohung nicht mehr gibt, dass wir in Europa den festgesetzten Frieden haben. Und wir sind eines Schlechteren belehrt worden, leider. Und da müssen wir aufholen. Aber das wird kraftvoll gemacht. Deutschland übernimmt Verantwortung als Rahmennation. VJTF ist angesprochen worden. Die konventionellen, die gepanzerten Kräfte werden gestärkt. Das ist notwendig, das muss begründet werden, da muss argumentiert werden. Aber ich glaube, das ist die richtige Entscheidung. Und wir müssen den Sicherheitsdeich an der osteuropäischen NATO-Grenze erhöhen, indem wir eben koordiniert vorgehen, indem wir Verantwortung übernehmen. Und ich glaube, das wird sichtbar. Eins ist unverzichtbar, Vertrauen. Herr General, Sie haben das dargestellt. Und das feste Einstehen für den Artikel 5. Da gab es überhaupt keinen Zweifel daran haben. Das muss in der Öffentlichkeit auch immer wieder deutlich gemacht werden, weil es ist unsere größte Risikoversicherung für das NATO-Bündnis zu sagen, niemand sollte es wagen, die Grenzen hier zu überschreiten, weil wir sonst fest in einer Einheit zusammenstehen und uns wehren können, immer mit dem Ziel, damit ein Konflikt gar nicht erst entsteht. Herr Kerber, wir haben jetzt heute schon eine breite Definition der deutschen Sicherheitsinteressen gehört, bis zu Asien, Pazifik, nicht nur in der unmittelbaren europäischen Nachbarschaft. Der General hat gerade die globale NATO gefordert. Aus Sicht der deutschen Industrie, so würde ich annehmen, ist das doch ganz in ihrem Sinne. Die deutsche Industrie hat ein Interesse an einem stabilen internationalen System, an freien Seewegen, internationalem Handel. Betrachten Sie diese Diskussion mit Wohlgefallen oder würden Sie gerne andere Akzente setzen? Nein, ich würde ungern andere Akzente setzen, aber ich betrachte deswegen die Diskussion noch nicht mit Wohlgefallen, weil die Diskussion in einem Fachzirkel wie hier ist schön und gut. Wir sind ja eigentlich alle wahrscheinlich grosso modo derselben Meinung in diesem Raum, aber die Diskussion in diesem Raum und die Diskussion in der Öffentlichkeit sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Und ich brauche in der Politik für große Richtungsentscheidungen öffentliche demokratische Legitimation und deswegen brauchen die Abgeordneten und die Führer von Parteien Argumente von uns. Und ich will probieren, dann doch darzulegen, warum schon das erste Weißbuch von 2006 und das jetzt im Prozess befindliche natürlich in die richtige Richtung gehen.
Und das hängt vielleicht damit zusammen, dass Deutschland in einem Maße, wie es den meisten Deutschen gar nicht bewusst ist, nur durch dieses offene System, das wir heute zu verteidigen haben, überhaupt zu dem geworden ist, was das heute ist. Wir haben seit ungefähr 1973, seit dem Ende des Bretton Woods-Systems, die Entwicklung dieser globalen offenen Volkswirtschaft. Da gab es dann 1990 nochmal einen Boost, weil der Systemgegner im Osten weggefallen war und sich dieses System über die ganze Welt ausbreiten konnte. Und das führte dann dazu, dass wir heute in Deutschland in einem ungekannten Ausmaße in Wohlstand, in Freiheit und in Sicherheit leben. Aber ich will auf die Wohlstandskomponente kommen. Es sackt sich sehr schnell 50% Exportquote. Oder wenn wir den Import noch dazu zählen, 80% Außenhandelsquote. Es sackt sich auch sehr, sehr schnell, dass jeder vierte deutsche Arbeitsplatz, also sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze, sind 9 Millionen Stück, von diesem Außenhandel, von dieser Globalisierung abhängen. In meiner Industrie, also in der deutschen Industrie, sogar jeder zweite. Das alles ist eigentlich hinreichend bekannt. Wir laufen ja alle jubeln durch die Straßen, wenn immer diese Statistiken kommen. Wir wären Exportvizeweltmeister hinter China. Das lieben alle Deutschen, die Bildzeitung jubelt, alle lieben es. Fast so sehr, wie wenn wir dann in Brasilien Fußballweltmeister werden. Aber hat dieselbe emotionale Qualität. Wir sind uns aber politisch nicht bewusst, welches die Voraussetzungen sind. Und die Voraussetzungen für diesen Erfolg sind dieses offene System, das man so die Davos-Welt nennt oder den Washington-Konsensus, der seit ein paar Jahren massiv unter Druck geraten ist. Die Schwellenländer, alle voran China, haben ein ganz anderes Verständnis. Die hätten gern die harmonische Welt, wie sie es nennen. Möglichst viel Marktwirtschaft, null Demokratie. Oder das, was China glaubt, Marktwirtschaft bezeichnen zu können. Also da hätte ich immer noch große Reserviertheiten, ob das die Marktwirtschaft ist, die ich will. Es gibt vorher auch schon genannt die Putin-Welt, die völlig antagonistisch ist, weil sie auf gar keinen Fall unsere Wertediskussion haben möchte. Und dann gibt es diese nihilistische Welt der IS. So, wir haben also drei Systemherausforderer, die sagen, so wie ihr eure Regeln setzt, wollen wir das in unserem Territorium und übrigens auch im Rest der Welt nicht haben. Darum gibt es da auch Zusammenschlüsse wie die Shanghai-Organisation, die halten die meisten immer für was Mafiöses. Ist aber nur ein Zusammenschluss von Russland, China und ein paar anderen, um ein Gegengewicht zu bilden. Und denen begegne ich überall auf der Welt, wo, und jetzt kommt ein entscheidender Punkt, den die Deutschen wenig wissen, ich nicht nur Exportvize-Weltmeister geworden bin, sondern wo ich auf Druck der lokalen Regierungen auch Kapitalimporteur-Weltmeister geworden bin. Wir reden immer nur über den Export, aber was sich in den letzten 10, 15 Jahren vollzogen hat, ist, dass auf Druck der lokalen Regierungen, die mit einer gewissen Berechtigung gesagt haben, China, Brasilien, Indonesien, Türkei, egal wen sie nehmen, ihr könnt nicht immer nur die Produkte in Deutschland herstellen und dann uns mit dem Schiff schicken und zurückkommt das Geld übers Aval. Nein, wir wollen, dass ihr jetzt hier bei uns Fertigung betreibt. Local Content Policy, lokale Inhaltspolitik. Und das führt dazu, dass der Bestand deutscher Auslandsinvestitionen wertmäßig ungefähr bei 1,2 Billionen oder 1200 Milliarden liegt. Ein Großteil davon in Europa und in den Vereinigten Staaten von Amerika halte ich für außenpolitisch hinreichend sicher, diese Investitionen. Aber mehrere hundert Milliarden, hinter denen deutsche Investitionen und somit Ersparnisse der deutschen Bevölkerung stehen, sind relativ ungeschützt da draußen in der Welt. Allein der heute nicht genannt werden dürfende Konzern in Wolfsburg hat 19 Fabrikationsstätten in China. Mercedes-Benz baut im Moment die zweitgrößte Fabrikationsstätte, die wahrscheinlich in ein bis zwei Jahren die größte Mercedes-Fabrikation weltweit überhaupt wird, in China. Wie sind die eigentlich geschützt? Außer durch Investitionsschutzabkommen, kleiner Seitenhieb, warum wir das auch brauchen. Die sind null geschützt. Die werden aber mitgeschützt durch ein offenes System, in dem es einen Hegemon gibt, der heißt Vereinigte Staaten von Amerika. Und deswegen, glaube ich, geht dieses Weißbuch in die richtige Richtung. Wir müssen der Bevölkerung aber erklären, in welchem Maße unser Wohlstand hier in Deutschland für die nächsten ein, zwei Dekaden noch abhängen wird davon, dass es um uns herum gut funktioniert. Und wenn ich sage um uns herum, mein letzter Satz, das sind das drei Regionen. Das ist Europa, dort läuft es im Moment gar nicht gut. Das sind die Vereinigten Staaten von Amerika, wo ich dringend ein TTIP-Abkommen brauche. Im Übrigen brauche ich das und nicht die Vereinigten Staaten von Amerika. Die brauchen es gar nicht, die haben eine Exportquote von 9%. Was juckt die da Außenhandel? Aber für mich ist es ein strategisches Interesse, dass ich dort zu einer Freihandels- und Investitionsschutzvereinbarung komme. Und die dritte Region sind die Schwellenländer. Und durch die Bank sind die Schwellenländer im Moment fußkrank. Die kommen in ihrer Entwicklung nicht weiter, weil sie jetzt eigentlich das politische System öffnen müssten. Und das wollen sie nicht, das kann ich auch nachvollziehen. Aber meine drei Hauptabsatzmärkte, an denen jeder zweite Industriearbeitsplatz hängt, sind irgendwie von politischen Friktionen und Instabilitäten bedroht. Und deswegen brauche ich als Industrievertreter, als Wirtschaftsvertreter eine möglichst breite Diskussion einer möglichst breiten Sicherheitspolitik.
Ich rede hier nicht einer Militarisierung der deutschen Außenpolitik, das Wort, im Gegenteil. Wir brauchen moderne, ganzheitliche Politikansätze, die sich um Regionen kümmern. Denn nur wenn wir dort wieder mit unseren Investitionen kommen, dann glaube ich, kann es Stück für Stück auch mit viel strategischer Geduld in der Subsahara besser werden, vielleicht eines Tages auch im Nahen Osten, und dann gehen auch die Flüchtlingsströme wieder zurück. Denn das als allerletzte Bemerkung kann nicht der Ausfluss sein, dass wir uns in den Regionen strategisch in Geduld üben, solange bis die letzten 5000 Menschen über unsere Grenze zu uns gekommen sind. Das kann keine Lösung sein, weil der Prozess wird kein Ende finden. Und deswegen brauchen wir diese Weißbuchdiskussion, und aus Seiten der Wirtschaft begrüßen wir das außerordentlich, und ich hoffe, dass da noch mehrere Weißbücher kommen und dass wir in einen permanenten Modus wieder zurückfinden, dass wir Außen- und Sicherheitspolitik wieder so diskutieren in der Bevölkerung, wie wir das in den 70er und 80er Jahren allerdings wegen einer externen Bedrohung Nachrichtungsbeschluss mal gemacht haben in diesem Land. Danke. Ja, vielen Dank, Herr Kerber. Sie haben gesagt, wir sind ja wahrscheinlich grosso modo hier im Raum aller ähnlicher Meinung. Das werden wir gleich herausfinden. Dann gebe ich Ihnen die Gelegenheit, Fragen und Kommentare zu formulieren. Bevor ich das mache, will ich aber noch einmal eine Frage richten an Florian Hahn und Markus Keim. Und dann haben Sie die Gelegenheit. Und zwar, wenn ich jetzt zusammennehme, was wir hier heute gehört haben, habe ich den Eindruck, es gibt so eine Art Leitmotiv zur deutschen Sicherheitspolitik. Herr Kerber hat gesagt, wir sind abhängig von einem liberalen internationalen System. Karl-Heinz Kamp hat gesagt, es gibt ihn wieder, den globalen politischen Westen. General Domröse hat gesagt, wir brauchen auch eine global orientierte NATO, zumindest mit einem globalen Horizont, um die Amerikaner an Bord zu halten. Wenn ich das alles zusammennehme, ist aber doch gleichzeitig mein Eindruck, der Trend ist doch anders, oder nicht? Also sowohl in der NATO als auch in der deutschen Diskussion gibt es doch eher eine Verengung auf das Europäische, auf die vielen Probleme, die wir in der EU haben, aber auch auf die krisenhaften sicherheitspolitischen Entwicklungen in unserer Nachbarschaft, Ost wie Süd. Wie passt das zusammen, diese zwei Beobachtungen, Herr Hahn? Also es ist in der Tat so, dass wir sehen und merken vor allem, dass unsere freiheitlich-liberale Weltordnung, die uns so reich gemacht hat, die uns so viel Wohlstand gebracht hat, im Grunde an mehreren Seiten bedroht wird, angegriffen wird, von Akteuren unterschiedlichster Art. Wir haben das alles gehört. Und wir sind uns in der großen Breite gesellschaftlich dem nicht bewusst, dass das eben unsere Erfolgs-, unsere Geschäftsgrundlage ist für das Modell Deutschland oder für das Modell Europa. Und dann beschäftigen wir uns zu sehr mit dem Klein-Klein und gucken eben nicht über den Tellerrand raus, was zugegebenermaßen im Moment auch ein bisschen schwierig ist, weil alle Kräfte gefordert sind, um bis vor wenigen Wochen Europa, Währungskrise, jetzt Flüchtlingskrise, entsprechend zu begegnen. Aber wir dürfen das große Ganze nicht aus dem Auge lassen. Und deswegen bin ich gebe ich vollkommen recht, General Domröse, der gesagt hat, wir müssen global denken. Wie sieht NATO in Zukunft aus? Gibt es nur Amerika und Europa? Nein, auf keinen Fall. Das heißt, wir brauchen hier schon den wirklich großen Ansatz, und dem muss auch ein Weißbuch entsprechend gerecht werden. Markus Keim, wenn wir global denken, müssen wir aber natürlich auch die Fähigkeiten dafür aufbringen, global handeln zu können, oder? Ich greife noch mal den Gedanken mit dem Narrativ auf. Ich finde, das Narrativ des Weißbuches ist vergleichsweise einfach. Ich finde, wir sollten anfangen, uns zu vergegenwärtigen, was hat sich denn eigentlich verändert zum letzten Weißbuch? Und die fundamentale Veränderung ist, dass der zentrale globale ordnungspolitische Faktor vielleicht nicht weggefallen ist, aber doch in den Hintergrund getreten ist, das sind die USA. Das heißt sozusagen, haben sich nicht aus der Weltpolitik zurückgezogen, das wären sie aus vielfältigen Gründen auch nicht, aber sie unterliegen einer politischen Innenwende. Die Prioritäten sind eher innenpolitischer Natur als außenpolitischer Natur. Daraus ergibt sich, dass ein ordnungspolitisches Vakuum entstanden ist. Und es ist ja kein Zufall, dass größere Erwartungen an die Europäische Union herangetragen werden. In vielfältigen Krisen und Konflikten rund um den Globus. Und wenn wir von der Europäischen Union sprechen, dann heißt das, es mag uns gefallen oder es mag uns weniger gefallen, auf absehbare Zeit vor allen Dingen größere Erwartungen beim Krisenmanagement an die Bundesrepublik. Das hat was weniger mit unserer fundamentalen Stärke zu tun, sondern mit der relativen Schwäche anderer klassischer ordnungspolitischer Mächte Europas,
die wir aus der Vergangenheit kennen, Frankreich, Großbritannien, sind eher auch einer Innenwende unterlegen. Das mag sich in 5 Jahren von heute aus gesehen ändern. Also ich glaube nicht, dass wir sozusagen ein Weißbuch schreiben sollten, was vor Kraft kaum gehen kann, sondern tatsächlich sozusagen nur in Rechnung stellt als Momentaufnahme, auf absehbare Zeit wird Deutschland seiner Verantwortung nicht entgehen können. Gleichzeitig heißt das aber auch, ich finde, das müssen wir uns immer dazu sagen, und das finde ich ist der Umkehrschluss dieser Verbindung von Deutschland und Europa, dass die Steuerungs- und Ordnungskraft des Nationalstaates im 21. Jahrhundert doch, ich will nicht sagen bei Null angekommen ist, aber doch erheblich nachgelassen hat. Kein einziges europäisches Land ist doch alleine in der Lage, den syrischen Bürgerkrieg einzuhegen. Kein europäisches Land ist in der Lage, den libyschen Bürgerkrieg einzuhegen. Und. Das heißt, ich finde, ein Grundton, und ich bin da relativ sicher, dass der sich auch wiederfinden wird, des Weißbuches wird sein, wenn Deutschland einen ordnungspolitischen Gestaltungsanspruch erhebt, und wenn man das nicht täte, müsste man kein Weißbuch schreiben, also das heißt, wir erheben einen ordnungspolitischen Gestaltungsanspruch, dann muss der Subtext immer sein, das werden wir nur mit anderen zusammen können und vor allen Dingen im Kontext der europäischen Integration. Und meines Erachtens in Zukunft sogar noch viel mehr als in der Vergangenheit. Und das hat dann fundamentale Auswirkungen im militärischen Sinne. Ich glaube, man muss kein brillanter Analytiker sein, um zu postulieren, dass sowas wie Pooling, Sharing, geteilte militärische Fähigkeiten sozusagen eigentlich nur der Beginn der Entwicklung ist, dass wir das wahrscheinlich in absehbarer Zeit viel, viel mehr, viel, viel verstärkter sehen werden, mit allen Folgen, die das für unsere Souveränitätsvorstellung hat, mit allen Folgen, die das für den Parlamentsvorbehalt hat. Und im politischen Sinne, glaube ich, wenn deutsche und europäische Ordnungspolitik als Rahmen nach wie vor die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik wählt, wird man an einem politischen Schritt nicht vorbeikommen, der im Moment politisch völlig illusorisch ist, nämlich einem Vertiefungsschritt im Bereich der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik. Den halte ich funktional für dringend notwendig, nur ich bin politischer Realist, dafür gibt es im Moment überhaupt keine politischen Mehrheiten. Direkt dazu noch Herr General Domröse. Ja, vielen Dank, ich setze als höchster operativer Befehlshaber, nur politische Entschlüsse um. Ich mache ja jetzt Wales und mache das taktisch. Ich möchte Sie einfach mal mitnehmen. Ich mache das wie Dr. Kamm, ich behaupte mal was. Wenn ich das wüsste, das wäre ja fürchterlich, dann darf ich es ja gar nicht sagen. Also ich behaupte mal was. Und kleine Mathematik. Um im Rahmen der Assurance Measures und einer Collective Defense vorzubereiten für meinen Verantwortungsbereich, der geht von Ungarn bis Island. Und darüber hinaus brauche ich die NRF, das sind 30.000 Mann, sofort. Die haben wir 2 bis 5 Tage, dann 30 Tage, dann 45 Tage. Nehmen wir mal an, die wäre gut gefüllt. Nehmen wir es mal an. Dann habe ich die. Die VJTF ist nicht gut gefüllt. Nicht? Die war schnell da, aber die muss ja auch was können. Also Deployment ist für mich wurscht. Damit geht es ja los. Employment, ich rede von Employment. Der muss ja hinterher arbeiten, wie beim Fallschirmspringen. Wenn du rausspringst, ist es einfach. Danach geht es erst los. Also, und da kommt Qualität denn, nicht? Und da muss ja Qualität haben und keine platten Reifen. Also, mathematisch 10 Divisionen. 5 sofort, da können wir jetzt drüber reden, was sofort ist, within a few days. Also ich behaupte das mal. Und die anderen dann eben 30, 45, das sind so die Abriegelungen, wie wir sie haben, 30 Tage, 45 und so weiter. Das ist recht schnell. Und wenn ich von einer Division spreche und ich sage, ich bin Operateur, ich bin verantwortlich für den Schutz von Millionen von Menschen und Infrastruktur, Millionen von Menschen und Infrastruktur, gegen einen 21st Century Threat im Nordosten. Ich rede noch nicht über meinen Afghanistan-Auftrag, den mache ich auch fast mit links. 21st Century Threat. Das sind Hightech-Flugzeuge, die fliegen nicht gut Kurven, da stürzt ab und zu mal einer ab, aber sie sind viele. Es sind Panzer und es sind Schiffe. Und da kann sie natürlich mit dem Rifle-Company, die bestens motiviert und stramm geführt ist, nicht lange halten. Also, jetzt gucke ich in die NATO, 28, sind wir großzügig zu Island und geben denen eine Freikarte, dann bleiben 27. Jetzt gucken Sie sich die mal an. Wer kann denn meine Behauptung erfüllen? 10. 5 gleich, 5 morgen. Und eine Division ist immer ein System, komplett, also auch mit FLA. Deutschland hat ja zurzeit keine FLA. Als Beispiel, ich komme ja gar nicht an der K-Town vorbei, wegen der FLA-Bedrohung. Also, von den geforderten 10, die ich behaupte, wo sollen die denn herkommen, wenn nicht von Deutschland und den Großen? Und ich rede noch als NATO-Offizier,
Ich mische mich ja nicht in nationale Dinge ein. So, aber jetzt gucken Sie mal östlich der Elbe. Östlich der Elbe sind wunderbare Menschen, das ist immer klar. Große Völker, eine Nation macht nie einen Fehler. Es sind immer nur Individuen, die scheitern. So, und das wollte ich ungern. Östlich der Elbe finden Sie östliches Material. Man kann dem Putin unterstellen, was man will, aber dass der so bescheuert ist, uns auch noch die Ersatzteile zu geben, damit wir in den Osten fliegen, das glaube ich nicht. Also sie brauchen eine Ausrüstungsinitiative, damit die mal westliches Zeugs überhaupt mal haben. Und da muss das alles vernetzt sein, Cyber ist ja vollkommen richtig. Und was wir da cybern, habe ich ja mit meinen Amerikanern in meiner Kapazität als NATO-Offizier. Und das ist auch immer ganz gut, dass ich mal in ihr Handy reinhöre, nicht? Was sie so sagen. Aber als NATO-Offizier. So, Hightech brauchen sie. Und wer hat es? Wer hat es? Und da gucke ich den Abgeordneten Ott an und da gucke ich Deutschland an und ich vermute, mit meinem Partner und alliierten Blick gucken wir alle nach Berlin und sagen, ja, wenn nicht ihr ein bis zwei, also die eine schnell, ist ja klar, within a few days, und die, aber komplett, also mit und so. Und die andere kommt denn danach? Ich vermute, das kann nur Deutschland sein, wenn die Behauptung richtig ist mit den zehn. Das werden wir ja bald wissen. Herr General, Sie sind gerade so schön in Schwung. Ich zeige Ihnen ganz ungern die Uhr. Aber das war jetzt meine Chance. Und ich weiß auch, dass es die übrigen Diskutanten auf dem Podium jetzt in den Fingern juckt, dazu noch etwas zu sagen. Aber ich wollte mein Versprechen wahrmachen und Ihnen die Gelegenheit geben, jetzt einzusteigen. Sie haben jede Menge Anknüpfungspunkte hier vorne gehört. Sie waren sehr geduldig. Ich habe die ersten Handzeichen gesehen. Ich glaube, wir haben helfende Hände hier, die Mikrofone haben. Sonst haben wir im Gang auch Mikrofone. Das erste ist hier der Herr in der zweiten Reihe. Ich darf Sie bitten, sich kurz vorzustellen und wenn möglich, Ihre Frage oder Ihren Kommentar an einen der Panelisten zu adressieren. Hubertus Hoffmann, seit. Geht's? Warten. Jetzt geht's. Hubertus Hoffmann, ich bin seit 30 Jahren in solchen Diskussionen. War eine ganz tolle Diskussion. Erstmal herzlichen Dank für die Organisation und auch für die Offenheit und für die Ansätze auch von Herrn Kamp mal kreativ etwas zu machen. Ich will nur ein paar Anmerkungen machen. Was mir fehlt in der Diskussion zum Weißbuch, ist eigentlich ein Hinweis auf die Doppelstrategie, die Kern unserer Erfolge seit Hamel war und NATO-Doppelbeschluss. Und die müssen wir ausfüllen. Das fehlt mir, da sind wir gut gefahren. Zweitens brauchen wir auch einen positiven Eindruck. Das heißt, wenn wir jetzt pessimistisch werden, was auch, wenn wir Wiedervereinigung und anderes sehen, ja nicht der Tatsache entspricht. Wir müssen offensiv positiv auch darüber sprechen, dass wir es sozusagen schaffen. Das Dritte ist Kreativität. Ich bin Unternehmer und das ist eigentlich unsere Achillesferse. Wir sind nicht kreativ, wir denken nicht kreativ. Das Nächste ist in Syrien, Irak, bin da manchmal auch unterwegs, da ist alles machbar. Nur es muss einer machen und nicht reden. Taten und nicht reden. Und da gibt es viele Möglichkeiten. Es gibt 100 Wege, Einfluss zu machen. Nur das müssen wir machen und wir reden zu viel, wir tun zu wenig. Danke. Vielen Dank. Ich nehme noch zwei Wortmeldungen dazu. Der nächste ist Dr. Wittmann, bitte. Klaus Wittmann, Aspen-Institut, Brigadegeneral AD. Da die Responsibility to Protect und Prävention mehrfach erwähnt wurden, möchte ich folgenden Gedanken gerne im Weißbuch sehen. Die Responsibility to Protect hat im ursprünglichen Ansatz drei Säulen. Prevent, React, Rebuild. Und die von Karl-Heinz Kamp konstatierte Interventionsmüdigkeit hat vor allem mit dem Eindruck des Scheiterns, beispielsweise in Irak und in Libyen, zu tun. Und das hat damit zu tun, dass die Nacharbeit nach Interventionen fehlt. Regimesturz ist noch lange nicht Regimewechsel. Und hier ganz besonders ist die mehrfach beschworene strategische Geduld erforderlich. Und manche solcher Lehren aus Auslandseinsätzen stehen übrigens schon in der erwähnten Friedensdenkschrift der EKD von 2007, einschließlich der Forderung, die Auslandseinsätze wesentlich systematischer auszuwerten, zum Beispiel in einer Enquete-Kommission. Dankeschön. Können Sie. Ich nehme noch eine Frage dazu und dann sind Sie dran. Frau Amin ist die Nächste.
Dankeschön, Herr Dr. Keller. Amin, Kompaktmagazin. Ich wittere einen Elefanten im Raum und ich weiß, dass meine Frage provoziert oder provozieren wird, aber ich stelle sie dennoch. Jetzt ist der Mittlere und Nahe Osten mit seinen Konflikten heute mehr Thema als Ukraine und Russland. Das überrascht mich, aber ich nehme das jetzt zum Anlass, meine Frage zu stellen. Es wird als relativ neues Phänomen hier geschildert. 2014 wurde erwähnt als ein Wendepunkt für die ausufernden Konflikte. Mir scheint es aber eher so, als ob die Konflikte eine neue Qualität höchstens bekommen haben, denn sie sind schon sehr alt. Und wäre es da denn nicht wichtig, die Strategie auch und die Position Deutschlands zu überdenken? Wenn ich daran denke oder erinnern möchte, dass unser Alliierter, die USA, immer auf die Kräfte setzte, die gegen ein bestimmtes Regime oder eine bestimmte Regierung waren. Das waren immer fast ausnahmslos oder ausnahmslos reaktionäre Kräfte, radikal religiös motivierte, zumindest nach außen hin. In keinem dieser Konflikte, ich nehme jetzt mal nicht die ganz junge Vergangenheit, sondern sagen wir mal von Afghanistan bis heute, Irak, Libyen etc., Syrien jetzt ja auch, in keinem dieser Fälle hat es sich ausgezahlt. Im Gegenteil, wie Herr, mein Vorredner eben auch sagte, es hat vom Regimesturz nicht zu einem Regimewechsel geführt, der für uns oder unsere Sicherheit oder auch die Sicherheit der Region in irgendeiner Form was gebracht hat. Deutschland war zwar nicht immer militärisch beteiligt, hat aber jetzt gerade wieder, und das passiert ja fast jährlich, in sehr hohem Maße Waffenlieferungen an Saudi-Arabien vollzogen. Wäre es hier nicht notwendig, auch mal konsequent zu sein und eine Veränderung herbeizuführen? Danke. Ja, schönen Dank. Ich bin mir nicht sicher, ob die Prämisse Ihrer Frage hier geteilt wird auf dem ganzen Panel, aber ich bin sicher, dass verschiedene hier reagieren wollen auf die gestellten Fragen und die Bemerkungen. Der erste ist General Domröse. Responsibility to protect, Dr. Wittmann, hat uns nicht gut getan. Sie bräuchten eigentlich ein UN-Mandat, das wissen Sie ja alles, um das auszulösen. Responsibility to protect war eine clevere Westidee, haben die Russen kopiert und genau das mit dem Argument in der Krim und Ukraine gemacht. Responsibility to protect. Und mit dem Wort Responsibility to protect, da brauchen Sie in Tallinn nicht über den Marktplatz zu gehen. 400.000 Russen, 1,2 Millionen Esten, 400.000 EU-Russen. Das ist ja genau das Hybride, was die befürchten. Die sagen, jetzt geht der rein und sagt, die 400.000 werden schlecht behandelt. Die muss ich protecten. Also Responsibility Protect ist das Gefährlichste, was wir machen können. Weil genau mit dem Ansatz die baltischen Staaten nimmt in der hybriden Vorstellung. In Latvia sind mehr als drei, in Estonia sind 27,4% EU-Russen. 27,4%. Macht die nervös. In Latvia haben wir über 30%. In den ersten Ortschaften Independent Bürgermeister. Responsibility to protect. Dann fliegt mir der Lager um die Ohren. Meine vier Panzer, wo soll ich die denn hinstellen? Also das wird eng. Das würde ich nicht propagieren. In Afghanistan zu der Dame. Bei all dem, was Sie vorgesagt haben, will ich es nicht kritisieren, aber in Afghanistan haben wir die Chance, bei Geduld und Ausdauer, von der auch gesprochen wurde, finanzieller Unterstützung und weiterhin viel Liebe und Stehvermögen, to win the peace. Ich gebe Ihnen zu, es ist nicht ideal, wir are sitting on the fence. Gemeinsam mit dem demokratisch gewählten Professor Ghani haben wir eine Chance, das hinzukriegen, gemeinsam. Wenn wir abhauen in Afghanistan, bricht uns das zusammen. Würde ich vorwarnen. Danke. R2P ist das Gefährlichste, was wir machen können, Herr Rink. Ja, ich wollte auch auf General Wittmann nochmal zu sprechen kommen. Ich denke, dieser Dreischritt ist wirklich wichtig und die Ministerin hat das ja eigens nochmal hervorgehoben. Also zunächst mal zu gucken, wie sieht es mit der Prävention an der Stelle aus? Mein Sohn ist zurzeit viel in Kenia unterwegs. Man gucke sich mal den Norden Kenias an und schaue mal, wenn die Islamisierung dort weiter voranschreitet, der Islamismus, dann bedeutet das, dass wir dort den nächsten Staat haben, der wirtschaftlich zusammenbricht, weil der Tourismus zusammenbricht. Und damit haben wir dann den nächsten Failed State,
Man geht ja davon aus, dass in Afrika fast die Hälfte der Staaten inzwischen einigermaßen in Auflösung begriffen sind. Es ist also nicht auszudenken, was da passiert. Von daher möchte ich diesen Dreischritt wirklich nochmal betonen. Ich glaube, das ist unbedingt auch was, was in Richtung des Weißbuchs gehört. Prävention und Rebuilding gehört eben auch dazu. Und ich glaube, auch im Koalitionsvertrag steht ja der Vorrang des Zivilen an der Stelle, dass es trotzdem dazu kommen kann, natürlich, General Domröse, dass es auch zu der Intervention kommt, kann sein. Ich möchte an der Stelle noch mal erinnern, Geduld aus dem Altgriechischen übersetzt heißt, einen langen Atem haben. Und vielleicht ist diese wörtliche Übersetzung da an der Stelle nicht das Falsche. Es geht nicht um irgendetwas Aussitzen, sondern es geht darum, dass man, militärisch gesprochen, eine Durchhaltefähigkeit, also einen langen Atem. Und gerade wenn ich mir die Intervention in Afghanistan angucke, dann merkt man an der Stelle, man braucht einen langen Atem, um dann wirklich auch Dinge zum Guten richten zu können. Der lange Atem, 10+ Jahre. Herr Kerber, Ihre Reaktion. Ja, ich wollte auf Frau Amin kurz antworten. Churchill hat ja mal gesagt, die Amerikaner würden in der Außenpolitik immer das Richtige machen, nachdem sie vorher alles andere ausprobiert haben. Der Mann war extrem klug. Und die Frage ist ja nur, ob wir diesen Lernprozess als Europäer immer passiv mitmachen müssen, dass wir beobachten, dass eine andere Großmacht, mit der wir eng verbündet sind, immer alles ausprobiert, wir dann kritisieren, aber dann selber keine Alternativen A entwerfen können und, jetzt komme ich an einen entscheidenden Punkt, auch nicht die Fähigkeiten haben oder den Willen haben, die sie dann selber auch mal umzusetzen. Was mich ja nur stört, ist, dass wir immer sehr klug sind im Kritisieren aller anderen. Aber wir haben selber keine Alternative, mit der wir uns verantwortungsvoll in Außen- und Sicherheitspolitik einbringen. Und ich habe vorher bewusst gesagt, ich brauche da eine breite Definition. Da brauchen wir ein, auch hier langer Atem, ein ganz anderes entwicklungspolitisches Denken in der Art und Weise, wie Deutschland Außenpolitik macht. Wir werden nie wieder, Herr Domröse mag mir das verzeihen, er wird das auch gar nicht wollen, wir werden nie wieder eine dominante militärische Macht sein, aber wir brauchen eine Minimum militärische Kapabilität, um in einem Bündnis wie der NATO ernst genommen zu werden. Und weil das implizit mit Saudi-Arabien angesprochen war, wir haben nun mal meines Erachtens nur zwei Alternativen. Entweder wir arbeiten mit Verbündeten unterschiedlicher Güte und Qualität und Verlässlichkeit, müssen die dann auch noch ausrüsten, das ist die Alternative 1. Im Notfall für die politische Führung sage ich bewusst in so einem Fraktionsraum hier sehr bequem, weil wenn ein anderer einen Fehler macht, ist immer gut, dass ein Verbündeter, man hat ihn nicht selber gemacht. Oder man überlegt sich in Europa, ob man nicht eine eigene militärische, diplomatische, entwicklungspolitische Kapabilität aufbaut und dann rüstet die deutsche und die französische und die englische Industrie vielleicht die aus und dann haben wir auch nimmer so viele Probleme mit der Waffenexportkontrolle. Wir können nicht auf eins der beiden verzichten. Ich glaube, wenn wir sagen, wir rüsten auch keine Verbündeten mehr aus, wir haben überhaupt keine Verbündeten mehr, dann ist zumindest meine Philosophie, dann muss ich aber alle Missstände in der Weltpolitik auch ertragen, weil ich selber ja kein Akteur mehr bin. Ich bin ja nur noch ein Theaterkritiker oder ein Analyst oder ein Zuschauer. Aber das, glaube ich, kann Deutschland sich aufgrund seiner relativen Größe und aufgrund seiner wirtschaftlichen Verflechtung, wir sind zwar militärisch beispielsweise in Südostasien, Gott sei Dank, kein strategischer Akteur, aber glauben Sie mir alle in diesem Raum, wir sind industriepolitisch ein Akteur. Für China ist Deutschland der strategische Partner Nummer 1 bei dem Thema Industrie 4.0 und Digitalisierung. Ob ich das so gut finde, will ich ja gar nicht kommentieren, hat mich ja auch niemand gefragt. Aber wir sind es. Das heißt, wir werden über unsere Kapitalinvestitionen in die Volksrepublik China und in andere Länder zu einem wirtschaftsstrategischen Akteur. Und wenn sich das beißt mit den sicherheitspolitischen Strategien, dann werden wir in diesem Land schwierige Diskussionen haben. Und da rate ich uns, die Diskussion früh zu führen und alle Optionen auf den Tisch zu legen. Herr Hahn. Ja, schon sehr viel gesagt worden, aber vielleicht zu der grundsätzlichen Frage, ob wir uns sozusagen andere strategische Partner, Frau Amin, zu Ihrer Frage, andere strategische Partner suchen sollten. Ich meine, da kann ich nur sagen, für mich gibt es natürliche Partner und das sind die, die die ähnlichen, zumindest ähnliche Werte teilen wie wir. Und da ist nun mal Freiheit, da ist nun mal Demokratie und auch Marktwirtschaft, das sind die Werte, die wir eben mit unseren natürlichen Partnern teilen. Und deswegen kann man die nicht, das kann man nicht beiseite wischen.
nur weil uns sozusagen vielleicht in der einen oder anderen Art der Politik wir unterschiedlicher Meinung sind. Aber ich glaube, und da komme ich zu der Frage strategische Geduld, das ist ja gar keine Frage, ob wir diese strategische Geduld haben, weil wir überhaupt gar keine Rolle spielen. Und das sehen wir ja gerade in Afghanistan. Wir sehen gerade in Afghanistan, dass wir nicht in keinerlei Rolle spielen, was den zeitlichen Prozess von Abzug etc. angeht. Das machen die Amerikaner. Und wir können zuschauen. Wir können uns einbringen und sagen, wir haben eine Meinung und Befürchtungen und wie auch immer. Aber wir haben nicht wirklich die Power, um hier selber zu sagen, wir sind der Meinung, wir müssten dies und das tun und tun es dann auch. Deswegen glaube ich, dass wir insgesamt tatsächlich an unseren Fähigkeiten arbeiten müssen. Wir müssen erkennen, dass wir, dass eben mehr Verantwortung auf uns zukommt, dass das gar keine Frage der Wahl ist, sondern das passiert im Moment. Und entsprechend müssen wir auch Fähigkeiten aufbauen. Und da finde ich es manchmal eigenartig, welche Diskussionen wir in unserem Land führen, mit Blick darauf, dass es hier um unsere ureigene Sicherheit geht. Markus Keim, und dann sehe ich noch zwei Wortmeldungen im Publikum. Ganz kurz, ich wollte die Frage aufgreifen, was ist denn eigentlich neu und was ist alt? Ich meine, es ist ja so ein Topos geworden zu sagen, die sicherheitspolitische Generation, die wir so verkörpern, die steht vor Herausforderungen mit dem Krisenjahr 2014 wie noch nie eine vor ihr. Diesen Satz können Sie auch im Jahr 1990 nachlesen, den können Sie auch im Jahr 1950 nachlesen. Was ich damit sagen will, das ist ja ein bisschen Hybris. Sozusagen, wir wären mit etwas konfrontiert und die Generation vor uns hätten es ganz einfach gehabt. Ich finde, die Neuordnung Europas nach dem Ende des Ost-West-Konfliktes war, glaube ich, auch nicht unkompliziert. Die Neuordnung Europas nach dem Zweiten Weltkrieg war genauso kompliziert und schwierig. Und viele Detailentscheidungen, die dazwischen liegen, waren innenpolitisch kontrovers, schwierig, nicht immer zielführend und anderes mehr. Von daher, glaube ich, sollten wir auch so ein bisschen demütig auf uns selber gucken und auch auf die Generation vor uns. Ich glaube, mit was wir jetzt konfrontiert sind, und das fängt das vielleicht ein bisschen präziser ein, dass viele der eingeführten Instrumente, die wir zum Krisenmanagement erworben haben, auch gemeinsam entwickelt haben, zumindest in weiten Teilen, nicht durchgängig, ich will sagen, nicht mehr existieren, aber doch dysfunktional geworden sind. Das betrifft die OSZE, die Hochbeschworene, die offensichtlich tatsächlich nicht in der Lage gewesen ist, das gesamte Instrumentarium in Stellung zu bringen, um Konflikte, wie wir sie jetzt sehen, in den Griff zu bekommen. Und ich denke vor allen Dingen auch an die Vereinten Nationen, die offensichtlich ihrer Funktion als Institution, die ja nun mal qua Charta die einzige, die ist, die für internationalen Frieden und für internationale Sicherheit zuständig ist, wirklich die Geltung zu verschaffen, die wir ihr immer, zumindest rhetorisch, immer zubilligen. Und ich finde, da ist auch ein selbstkritischer Ton angezeigt. Es ist natürlich ein Problem zu sagen, die Blockade des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen immer wieder zu beklagen, indem wir selber nicht Mitglied sind. Gleichzeitig ist Deutschland aber bei denjenigen, die Truppen stellen für die friedenserhaltenden Missionen der Vereinten Nationen, ich glaube, bei Platz 59. Das heißt, wenn denn tatsächlich ein Akzent des Weißbuches denn sein sollte, zu sagen, die existierenden Instrumente und Institutionen sozusagen noch einmal gegens Licht zu halten und zu sagen, welche davon wollen wir denn mit neuem Leben erfüllen, aus einer deutschen Sicherheitspolitik, aus der Perspektive der deutschen Sicherheitspolitik, dann führt das gegebenenfalls zu operativen Schlussfolgerungen, die politisch gar nicht so unkontrovers sein würden, weil tatsächlich so eine politische Initiative, die da enden würde, zu sagen, wir stellen im Verbund mit europäischen Partnern größere Kontingente, zum Beispiel für die Vereinten Nationen, zur Verfügung, die stelle ich mir erstmal sehr kontrovers in der Bundesrepublik vor. Ganz kurz. Ich mache es ungern, Dr. Keim, aber für mich hat sich die Lage grundlegend geändert. 2010 war Putin mein Freund, hätte ich Selfie gemacht, hätten wir gejubelt. Heute stehe ich mit 4 Panzern zur Verteidigung von Millionen von Leuten. Mit einem 21st Century Threat, der auch Deutschland bedroht. Wenn ich das nicht unterfüttern kann, mit mindestens zu den 4 Panzern nochmal ein Funkgerät, werde ich das nicht lange durchhalten. Und das ist für mich eine grundlegende Lageänderung. Seit der Ukraine. Ich bin ja beauftragt, das zu machen. Ich mache das mit großer Leidenschaft, mit Passion, mit allem, was ich habe. Aber wenn das keine grundlegende Lageänderung ist, dann würde ich wissen, was eine Änderung ist. Zweitens muss ich meine NRF-Truppen, die 36.000, hochmobil, jetzt durch Spanien, Portugal und sonst was, haben Sie ja gelesen, größte Übung, ist auch alles richtig, machen. Da trainiere ich den Südbedrohung. Das sind 2 völlig andere Sets, die auf die Soldaten zukommen, mit völlig anderer Ausrüstung. Und da muss ich sie auch noch transportieren.
und ich kriege sie gar nicht hin. Mit welchem Flugzeug denn? Die VJTF, nur damit sie wegen Mathematik, sie haben ja alle einen kleinen Mathe-Schein, die VJTF zu transportieren, brauche ich 450 C-17. Und da rede ich noch nicht von Durchhaltefähigkeit. Was sie am zweiten Tag trinken, weiß ich noch nicht. 450. Dr. Kerber, bei Ihnen kaufe ich. Bevor wir zur Vertragsunterzeichnung schreiten, haben wir jetzt noch 4 Wortmeldungen aus dem Publikum. Angesichts der fortgeschrittenen Zeit bitte ich um kurze Stellungnahmen und eben, wenn möglich, auch, dass Sie einen der Panelisten schon gleich mit adressieren. Der erste war dort vorne links. Ja, Leonhard Wessendorf vom Bundesverband Sicherheitspolitik an Hochschulen. Ich hätte eine Frage zu Herrn Dr. Keim, weil Sie sagten vorhin, dass gerade in Bezug auf Syrien die EU nicht die Rolle spielt oder nicht gespielt hat, die sie hätte spielen können. Da stellt sich mir die Frage, welche Rolle hätte denn die EU spielen können? Gut, vielen Dank. Der nächste ist der Herr dort vorne, bitte. Wolf Lessmann, Dozent an der der Führungsakademie der Bundeswehr. Ich war 4,5 Jahre in Afghanistan tätig, 1 Jahr für ISAF, 3,5 Jahre für die GIZ. Ich würde gerne auf den Punkt, den Herr Dr. Kamp gemacht hat, kurz eingehen, auf das Nichthandeln, was tatsächlich häufig die richtige Option sein mag, aber auch auf das Weniger. Denn häufig haben wir in Afghanistan, das ist zwar keine Blaupause für andere Fälle, aber wir haben einfach zu viel gemacht und den Menschen dort vor Ort die Verantwortung abgenommen, die sie eigentlich nämlich gerne behalten hätten. Und das ist, glaube ich, auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den man ernst nehmen muss, dass man nicht zu viel dahin schüttet und zu viel macht und unkoordiniert macht, sondern wirklich klare Zeichen setzt, wo man unterstützt und gleichzeitig die Verantwortung in den Ländern lässt, die sie dann auch tragen müssen. Von daher das gar nichts machen in ein weniger, das hätte ich auch gerne dabei. Danke. Bitte schön. Mein Name ist Thomas Frisch, ich komme aus dem Bundesministerium für Wirtschaft, Zusammenarbeit und Entwicklung. Ich habe mich außerordentlich gefreut, dass die Frau Bundesministerin Begriffe wie Krisenprävention und Local Ownership in den Mund genommen hat. Mit Ihren Ausführungen, Herr Dr. Rink, zum Primat des Zivilen kombiniert, will ich aus Sicht des BMZ nochmal sehr deutlich vortragen, den Anspruch, wer militärisch interveniert, muss auch zivil Verantwortung übernehmen. Es wurde auch sehr deutlich mit Blick auf Libyen hier gesagt. Und aus Sicht des BMZ reicht State Security nicht aus. Das ist auch deutlich geworden. Ich finde, es sollte das Ziel der Sicherheitspolitik sein, menschliche Sicherheit zu erreichen. Menschliche Sicherheit in den Ländern, die genannt worden sind, sind vereinbar mit Local Ownership. Dann sind auch Migrationseffekte und Ähnliches kein so ein Thema mehr, wie es derzeit ist. Vielen Dank. Dankeschön. Robert Glawe. Ja, mein Name ist Robert Glawe, ich bin Rechtsanwalt bei KPMG und ich möchte daher auch eine rechtliche Frage stellen, insbesondere an die Herren Parlamentarier und an General Domröse. Heute Morgen hat das Bundesverfassungsgericht ein weiteres Urteil zum Einsatzprofil deutscher Streitkräfte veröffentlicht, mit 2 sehr bemerkenswerten Feststellungen aus meiner Sicht. Zum einen Rechtssicherheit für die eingesetzten Soldaten bei einer Evakuierungsoperation in dem Falle ist ein Rechtsschutzziel für ein verfassungsgerichtliches Verfahren, bemerkenswerte Feststellung zum Stellenwert von Soldaten in unserem Land, denke ich. Und zum anderen, materielle Rechtsgrundlagen zu schaffen und zu interpretieren und die Grundlagen für solche Einsätze zu schaffen, ist nicht in Karlsruhe angesiedelt, sondern hier in Berlin. Und daher meine Frage, sehen Sie die rechtlichen Grundlagen, die verfassungsrechtlichen Grundlagen richtig aufgestellt? Bei dem, was insbesondere General Domröse skizziert hat, an Einsatzprofil, was auf uns zukommt, können wir das mit Artikel 87a in der geltenden Fassung abdecken, wenn wir uns nicht an einem Einsatz unter UN-Weltsicherheitsratmandat beteiligen? Und wo sehen Sie gegebenenfalls Möglichkeiten, politische Möglichkeiten zur Veränderung? Vielen Dank. Dankeschön. Fangen wir vorne an bei der ersten Frage. Die Rolle der EU in Syrien, Markus Keim. Ganz kurz, welche Rolle die EU oder vielleicht etwas besser Europa in einem etwas weiteren Sinne bei der Einhegung des syrischen Bürgerkriegs hätte spielen können in den vergangenen 4 Jahren, das finde ich, muss man gar nicht ausbuchstabieren. Und ich habe auch gar kein konkretes Szenario vor Augen.
mein Beispiel, oder da verweise ich nur auf das Beispiel, was ich eben versucht habe zu bringen. Wenn denn die Europäische Union ein vergleichbares Commitment an den Tag gelegt hätte, ein vergleichbares Engagement, eine vergleichbare strategische Geduld, einen vergleichbaren Ideenreichtum, eine vergleichbare Hartnäckigkeit wie bei der Einhegung des Ukraine-Konfliktes, dann wäre ich zumindest zuversichtlicher, dass man an einem anderen Punkt angekommen wäre bei der Einhegung des syrischen Bürgerkrieges. Welche konkrete Form das jetzt angenommen hätte, also die Form einer Kontaktgruppe, eine stärkere Einbindung der Vereinten Nationen, das hängt an den politischen Gegebenheiten. Mein Punkt ist nur, dass wenn die Europäische Union, ich bin versucht, in Klammern hinzuzusetzen, unter deutscher Führung, sich denn mit der alten europäischen Sicherheitsstrategie, mit der neuen europäischen Sicherheitsstrategie mit Sicherheit, als Ordnungsmacht in der Peripherie Europas begreift und wir gleichzeitig feststellen, und die Begrifflichkeiten sind ja gefallen, dass normative und staatliche, also territoriale Ordnung in der Peripherie Europas zerfallen und wir jetzt mit zeitlicher Verzögerung mit den Folgewirkungen auch noch konfrontiert sind, dann kann uns das nicht kalt lassen. Und das finde ich ein Defizit, was ich jetzt weniger bei einzelnen Politikern oder bei einzelnen Regierungen abladen möchte. Das ist gar nicht mein Punkt, jetzt hier die Bundesregierung dafür zu kritisieren, sondern tatsächlich, das ist einfach ein Defizit, was man, glaube ich, in der Rückschau so zu konstatieren hat. Und nochmal mein Punkt, mein Argument lautet nicht, wenn Europa frühzeitig politisch, diplomatisch, gegebenenfalls sogar militärisch interveniert hätte, dann wäre zu einem frühen Zeitpunkt mit einer geringen Opferzahl der syrische Bürgerkrieg eingehegt worden. Das ist gar nicht, das kann ich gar nicht annehmen oder das ist auch gar nicht zu beweisen. Mein Punkt ist nur, dass die Europäische Union doch in der Wahl des Krisenmanagements sehr selektiv vorgegangen ist. Und ich glaube, ein größeres Engagement hier an der Stelle an den Tag hätte legen können. Dankeschön. Zum Kommentar von Herrn Frisch aus dem BMZ. Militärische Intervention bedeutet auch zivile Verantwortung. Herr Rink. Also ich kann mich da eins zu eins anschließen. Ich finde das ganz wichtigen Konnex, auch so im Sinne der ressortübergreifenden Dinge, die an der Stelle ja auch mit dem Weißbuchprozess verbunden sind, dass man da nicht versäult denkt, sondern wirklich auch vor dem Hintergrund der Zusammenarbeit. Ich möchte noch mal Folgendes hervorheben, wenn wir ganz konkret mal darauf kommen, was muss eigentlich im Weißbuchprozess auch vorhanden sein. Ich glaube, dass das Thema der soldatischen Berufsethik da eine ganz große Rolle spielt. Und es gibt hervorragende Instrumente an der Stelle, auch in der Bundeswehr. Ich nenne mal Stichworte wie den sogenannten lebenskundlichen Unterricht, der an der Stelle nicht unter die Räder kommen sollte. Denn am Ende, General Domröse, sitzen da einzelne Menschen mit einer höchsten Verantwortlichkeit. Ich war gerade im Estland, habe einen 25-jährigen Piloten gesehen, der mit dem Eurofighter sozusagen die Grenze an der Stelle absichert. Ja. Und an der Stelle nicht nur sportlich, motorisch und von den militärischen Fähigkeiten aktiv zu sein, sondern mit einem geschulten Gewissen, mit einer Ethik, die dem auch standhält, das halte ich für unbedingt nötig. Das ist, glaube ich, auch kein akademisches Thema, weil wir jetzt schon merken, Stichwort EU-Arbeitszeitregelung, dass in verschiedenen Standorten gesagt wird, ja, wir müssen jetzt am Stundenplan sparen und wir lassen jetzt mal den lebenskundlichen Unterricht beiseite, weil den brauchen wir nicht unbedingt. Ja? Also an der Stelle würde ich mir auch ganz konkret wünschen im Weißbuch, Leute, guckt auf die ethische Ausbildung auch eurer Soldatinnen und Soldaten. Dankeschön. Zur Frage nach den rechtlichen Grundlagen, die ging in erster Linie an die Herren Abgeordnete, aber auch an Sie, Herr Domröse. Vielleicht möchten Sie anfangen und dann können die Abgeordneten schließen. Danke sehr. Herr Glawe, ich habe da kein Problem. In Afghanistan haben wir eine NATO-Mission, die ist, was die deutschen Soldaten angeht, mandatiert. Sie ist NATO-mandatiert, UN, das ist alles also auf sich im Dings. Und jetzt sage ich Ihnen, was die eigentliche Schwierigkeit ist, was wir jetzt machen, machen wir ja infolge des Wales-Gipfels auf Beschluss der Heads in State and Government. Das ist ja nicht irgendjemand, der sich da getroffen hat. Das ist ja nicht Domröse, der gesagt hat, ich mache da jetzt mal ein großes Manöver. Heads in State and Government haben beschlossen, dass wir Assurance-Measures machen. Das machen wir glücklicherweise nicht unter Artikel 5. Also es ist kein Mandat, es ist keine Operation. Dementsprechend mache ich auch, plane ich auch keine Operation. Ich trainiere. Und mit Trainieren und präsent sein vermittle ich das gute Gefühl, sie sind geschützt und der andere, der es wissen will, der weiß, der passt jetzt auf.
Es ist keine Mission, die ich dort habe im Sinn von Afghanistan. Ich grabe da nicht Schützengräben oder so. Oder lege Mine. Im Baltikum oder Polen oder Ungarn machen wir Trainingsaktivitäten. Den einzigen Auftrag, den ich habe, ist, den Ministern vorzuschlagen, wie ich in meinem Raum die NRF einsetzen würde. Und in meinem Raum, nördlich Ungarn, ist es nun mal ein 21st Century Threat. Hybrid und Terroristen kommen immer noch on top, aber die ganzen Panzer und Flugzeuge sind, das ist mein Auftrag. Zu planen, zu überlegen, nicht durchzuführen. Herr Otte, möchten Sie noch zur rechtlichen Grundlage? Ja, ich glaube, richtigerweise wird unterschieden zwischen Training und Präsenz im Gegensatz zum Einsatz. Es gibt keinen Einsatz, der vom Bundeskabinett beschlossen ist, was nicht vom Parlament bestätigt worden ist. Und kein Einsatz kam zu spät in Gang, weil das Parlament zu lange diskutiert hat. Ich glaube, da stehen wir gut mit. Wir beraten im Rahmen der Parlamentsbeteiligungsrechte, ob wir es effektiver gestalten können. Aber ich glaube, es gibt unseren Soldatinnen und Soldaten immer eine feste Rückendeckung im Einsatz, wenn das gesamte Parlament aufgefordert ist, eine Entscheidung zu treffen als Volksvertreter. Herr Hahn, dazu noch. Also ich glaube auch, dass die Rührkommission hat da getagt und getagt. Und es hat sich jetzt substanziell nicht wirklich was verändert. Aber ich glaube auch, das ist nicht die Frage. Bis jetzt kommen wir mit den Instrumenten, so wie sie da sind, und mit den rechtlichen Rahmen zurecht. Wenn sich aber Europäisierung weiterentwickelt, was wir ja eigentlich wollen und spüren, dass wir sie brauchen, dann wird man sie bei Zeiten möglicherweise entsprechend anpassen müssen. Das sehe ich schon so. Und einen anderen Bereich, wo ich mich auch frage, ob wir möglicherweise mittelfristig was ändern müssen, ist die Frage, welche Aufgaben kann die Bundeswehr auch im Land übernehmen. Wir sehen das gerade, ich meine, die Bundeswehr ist ja sowieso, wenn man sonst nichts hat, für alles zuständig, ob Ebola, Flüchtlingsrettung im Mittelmeer, ob jetzt bei der Bewältigung des Flüchtlingsansturms etc., Hochwasserkatastrophen und. Wenn wir sonst nichts haben, ist die Bundeswehr da, das ist auch schön, aber wir müssen natürlich schon aufpassen, dass wir uns erstens auf unsere Kernaufgaben konzentrieren können und zweitens, dass wir nicht immer weiter und immer öfters in rechtlich graue Bereiche kommen. Und deswegen kann man das auch im Zuge des Weißbuchprozesses durchaus mal diskutieren und sagen, ist denn das alles noch so angemessen, wenn ich mir den Bereich Cyber anschaue. Ich finde das großartig, dass die Ministerin hier jetzt wirklich aus meiner Sicht wirklich einen großen Aufschlag gemacht hat und gesagt hat, wir müssen das anders organisieren innerhalb der Bundeswehr. Aber wir werden nicht hier genau die Grenze zu finden, was ist Inland, was ist Ausland etc., wird wahnsinnig schwierig sein. Und wir werden eine enge Zusammenarbeit brauchen. Und wir werden auf die Kapazitäten, die in der Bundeswehr sind, werden wir auch innenpolitisch aus Sicherheitsgründen nicht verzichten können. Wir werden uns gegenseitig helfen müssen. Also hier verschwimmen schon die Grenzen. Ich glaube, dass wir deswegen mittelfristig wahrscheinlich auch hier Anpassungen haben werden. Jetzt ist dann noch der Handlungsdruck noch nicht groß genug, aber ich bin mir sicher, dass das hier kommen wird. Ja, vielen Dank, Herr Hahn. Meine Damen und Herren, ich stelle drei Dinge fest. Das erste ist, General Domröse hat gesagt, wir sind im Bündnis auch deswegen hoch angesehen, weil wir meistens pünktlich sind. Wir haben zwar mit Verspätung begonnen, aber diese Podiumsdiskussion doch fast pünktlich zu Ende geführt. Das Zweite, was ich feststelle, ist, dass wir den Titel hatten Facetten der Verantwortung. Und ich glaube, dem sind wir gerecht geworden in der Vielfalt der Perspektiven, die wir Ihnen hier präsentieren konnten, auch dank Ihrer Beiträge und Fragen aus dem Publikum. Herzlichen Dank Ihnen dafür und einen herzlichen Applaus an unsere Experten hier oben auf dem Podium. Und das Dritte, was ich feststellen kann, ist, dass ich hier wirklich in einer glücklichen Rolle als Moderator bin. Nicht nur musste ich keine Frage beantworten, ich muss auch noch nicht einmal das Schlusswort sprechen. Denn das obliegt jetzt dem verteidigungspolitischen Sprecher. Herrn Otte, bitteschön. Ja, herzlichen Dank, Herr Dr. Keller. Vor allem Ihnen, meine Damen und Herren, einen herzlichen Dank, dass Sie heute hier waren, für Ihr Interesse und auch für Ihre Fragen und für Ihre Beiträge. Ich glaube, eins ist deutlich geworden, es ist richtig und notwendig, das Weißbuch von 2006 jetzt fortzuschreiben. Die Konfliktfelder sind beleuchtet worden, die sicherheitspolitischen Herausforderungen sind dargestellt worden
Und wir alle wissen und haben festgestellt und bestätigt bekommen, es ist komplex. Wir brauchen einen 360-Grad-Blick, um die Handlungsfähigkeit sicherzustellen. Deutschland muss als Ordnungsfaktor aktiv sein, immer in wohlverstandener Demut. Und Verteidigungsbereitschaft ist wichtig, auch christlich zu begründen. Das Sicherheitsgefühl und das Vertrauen auch der osteuropäischen NATO-Partner ist von besonderer Bedeutung, muss aber durch die Bereitschaft und durch die Fähigkeit, auch Heavy Metal zu nutzen und Hightech zu nutzen, untermauert werden. Und hierfür brauchen wir eine Interoperabilität. Wir sind ein offenes System. Wir leben in Wohlstand, Freiheit und in Sicherheit. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Das muss gepflegt werden. Die Wirtschaft ist unsere Grundlage und auch Investitionen müssen gestärkt werden. Wir brauchen dazu drei Dinge. Einen langen Atem mit Geduld, aber auch mit Durchhaltefähigkeit. Wir können die Aufgaben nicht alleine erfüllen, sondern immer im multinationalen gemeinsamen Ansatz, europäisch, aber bottom-up. Und es führt kein Weg daran vorbei. Drittens, Deutschland muss seine Verantwortung annehmen. Wir nehmen diese Verantwortung als Union an. Wir stehen für Stabilität und Sicherheit. Und deswegen möchte ich abschließend sehr herzlich unserem stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Dr. Franz Josef Jung dafür danken, dass diese Veranstaltung hier heute stattgefunden hat, dass wir diese hier durchführen konnten. Ihre Anwesenheit, Ihre Teilnahme und auch Ihre Eingaben haben einmal mehr deutlich gemacht, dass diese Veranstaltung richtig war. Dafür einen herzlichen Dank, Ihnen allen einen guten Heimweg und wir freuen uns auf weitere Initiativen, auch Anregungen von Ihnen, damit der Weißbuchprozess dynamisch offen gestaltet wird, aber er eine Grundlage bietet, eine Richtschnur für uns, die Sicherheitspolitik verantwortungsvoll zu gestalten. Alles Gute Ihnen, herzlichen Dank.